James Jesus Angleton war befreundet mit Kim Philby, wer das kennt, dem Chef vom MI6 des britischen Geheimdienstes. Kim Philby gehörte zur Gruppe Cambridge Five. Das waren die Top-Leute des britischen Auslandsgeheimdienstes, die alle fünf für den KGB gearbeitet haben. Und es geht, die Hölle bricht los für die Sunday Times. Also sozusagen wird alles in Bewegung gesetzt, was es gibt, um das wieder den Geist in die Flasche zurückzukriegen. Jeder, der hier im Raum ist, der hat schon von ihm gehört oder kennt ihn, hat sich schon ein bisschen belesen oder einen der vielen Vorträge gesehen. Begrüßen Sie aber noch einmal mit mir oder begrüßt, liebe Freunde, nochmal mit mir, den großartigen, den Master of Disaster, the Bigfoot of German Journalism, Dirk Pohlmann. Ich freue mich, dass alle Freunde gekommen sind oder die es werden wollen. Und ich freue mich auch, dass du als Freund hier bist. Und wir genießen ja jede Minute deiner Vorträge, die wirklich mit harter Arbeit recherchiert ist. Wir kümmern uns heute um das schwierige Thema Geopolitik. Ich habe das Gefühl, es wird immer schwieriger, immer komplizierter. Also ein roter Faden zieht sich natürlich, aber man muss natürlich das ein oder andere auch verstehen. Und dafür bist du da und zuständig. Dankeschön, Dirk, und viel Spaß. Was ich Ihnen bieten kann, ist, dass ich meine mehr als 200, 250 Interviews mit Politikern und Geheimdienstlern im Laufe meiner Karriere gemacht habe. Und es geht weiter. Ich habe mit Leuten Kontakt, wo ich nie gedacht hätte, dass ich Kontakt kriegen könnte. Das ist einer der Effekte davon, wenn man ernst genommen wird als jemand, der nicht nach dem Mund redet. Das gibt ganz interessante Effekte. Also das hat immer zwei Seiten. Es hat aber auch die Seite, dass Leute sagen, dass sie mit mir reden. Also mittlerweile ist es so, dass ich eine Reihe Leute kenne, die das nicht öffentlich sagen würden, die dann aber sagen, ich würde mich gerne am Telefon mit ihnen unterhalten. Aber ein Interview gibt's nicht, weil dann komme ich nicht mehr in meiner Kaste, klar, dann kriege ich Schwierigkeiten. Aber das zeigt Ihnen zwei Sachen, nämlich wie wenig Meinungsfreiheit tatsächlich existiert jetzt. Ich habe mit dem Ove heute drüber geredet. Ove war als Soldat in der DDR, 89, hat er in Uniform demonstriert für Meinungsfreiheit und ist von der Stasi verhört und ins Gefängnis gesteckt worden. Und jetzt hat er gerade eine Vorladung gekriegt wegen Volksverhetzung, weil er... Wie war das? Da kann ich sagen? Oder? Ja, ein Facebook-Post aus dem Jahr 2019. Von 40.000 Posts, die ich gemacht habe, haben sie einen gefunden. Und der wird jetzt gegen mich verwendet. Das ist noch dazu, es war ein weitergeleiteter Film. Und in dem Film haben sie eine Passage gefunden, die sie inkriminieren können. Also gar nicht, was er gesagt hat, sondern er hat das weitergeleitet. Und dann sehen sie, wo man ist. Das sind, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das geht nicht darum. Das ist Machtausübung und in diesen Zuständen sind wir mittlerweile angekommen. Ich habe immer gesagt, wir kommen dahin, wir sind mittendrin jetzt. Ja. Das ist also, ich kenne den Ove und der Ove ist das Gegenteil von einem, auch der Begriff Volksverhetzung sagt einem ja schon, woher er kommt, ne, wenn Sie die Wörter mal anhören. Ja. Demnächst wird er wegen Wehrkraftversetzung auch angeklagt. Das war mal todeswürdig, weil seit Pistorius wissen wir ja, dass wir wieder kriegsfähig sein müssen. Seit, wie heißt dieser CDU-Mensch, der gesagt hat, wir müssen auch bereit sein, für Israel zu sterben. Den habe ich, ich höre morgens immer Deutschlandfunk, um neuen Blutdruck schnell hochzubringen. Das funktioniert super. Und da war zum Beispiel dieser Röttgen, Norbert Röttgen, nee, nicht Röttgen, wie heißt er denn? Der hatte dann gesagt, das war nacheinander, hatte gesagt, als es um die Leopard 2 ging, hatte er gesagt, wer dagegen ist, dass die Leopard-Panzer
in die Ukraine geliefert werden, will nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Also das war dann so, war immer kriegsentscheidend, ja, als wenn dieses Problem mit Waffen lösbar ist. Ich könnte verzweifeln. Ich meine, ich habe 3-mal Egon Bahr interviewen dürfen, das letzte Mal wirklich lange. Das war sehr interessant, sehr interessant. Ja. Und dann weiß ich, dass wir exzellente Politiker hatten. Das waren Leute, die einen Willen hatten, die Sache friedlich zu regeln. Und es gab in dieser Zeit auf allen Seiten tatsächlich Leute, die einfach nur, wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Wir haben den Kalten Krieg ohne nuklearen Holocaust überlebt. Und diese Generation wird jetzt abgelöst durch 45-jährige, gut aussehende, leicht rothaarige Frauen, die davon reden, dass das Schlimmste an Atombomben ist, dass man Angst vor ihnen hat. Das ist, dieselbe Frau hat ja auch gesagt, dass Russen ja wie Menschen aussehen, aber in Wirklichkeit anders sind als wir. Das sind alles so Sätze, wo ich dachte, das habe ich mir nicht für möglich gehalten. Wirklich nicht für möglich gehalten, dass sowas kommt. Und das Ganze ist so nonchalant. Das sage deswegen Frauen, weil es jetzt ganz modern ist, Militärexpertinnen zu haben. Also Frauen, die darüber reden, wie Blut und Töten aussieht. Habe ich Schwierigkeiten mit, ja, wenn das in dieser smarten Weise rüberkommt. Ja? Also das heißt, dann habe ich lieber mit, gucken Sie sich Harald Kujat an, ja, das sind, oder die in den USA auch die Militärs, gibt es genügend, die wissen, wovon sie reden und die sind vorsichtig damit. Ja? Das ist ja, im Krieg werden ja immer junge Menschen, die noch nicht wissen, dass man sterblich ist, von Leuten, die 40, 45 sind, die in den Krieg geschickt zum Sterben. Das ist die Struktur von dem Krieg. Und jetzt haben wir 45-jährige Frauen dabei, die mitmachen. Ja. Okay, aber ich will nur vorab, also was ich Ihnen bringen werde, ich hoffe, dass das eine Reihe von Sachen sind, die Sie noch nie gehört haben. Aber das Interessante daran ist nicht, dass Sie es noch nie gehört haben, sondern dass sie wichtig sind und Sie haben sie noch nie gehört. Also das ist etwas, und gerade insbesondere im Zusammenhang mit Israel gibt es Sachen. Ich habe ja damals die Doku gemacht, die mich in Schwierigkeiten gebracht hat, eine Auftragsarbeit vom ZDF sogar vorgeschlagen, Israel und die Bombe über das israelische Nuklearwaffenprogramm. Und das gab dann hinterher Wellen, ja, die schwappten also aus dem Kanzleramt zum ZDF. Also das war eine Kategorie, das waren die Leute, die das entschieden haben, waren gar nicht diejenigen, die da Probleme gemacht haben. Das ging ganz groß. Und das ging darum, das komme ich aber auch noch dazu, dass Deutschland, also man kann sagen, die Franzosen haben die Technik bereitgestellt für die israelischen Nuklearwaffen und Deutschland das Geld. Und das wissen wir nicht. Also die israelischen Nuklearwaffen sind mit deutschem Geld ermöglicht worden. Das hatte ich in dem Film auch dokumentarisch belegt. Und das kam nicht gut an. Ja. Aber es gibt noch mehr Sachen dieser Art, werden Sie jetzt gleich hören. Also fangen wir mal an. Das Erste, was ich Ihnen zeigen will, das ist ganz einfach. Sie sehen hier, der Kreis ist die Torte, das sind die Militärausgaben. Übrigens wurde das amerikanische Verteidigungsministerium, heißt seit 1949 so. Da komme ich noch, gegen wen verteidigen die sich eigentlich? Also das ist doch eine banale Sache, auf die ich Sie hinweisen will. USA geben mittlerweile sogar mehr, es geht an 1 Billion dran in unserer Rechnung, ja, also 1000 Milliarden für Militär aus und dann, die geben auch mehr Geld aus für ihre Geheimdienste, als Russland als gesamten Militärhaushalt hat. Dann wissen Sie ungefähr, auf welche Art von Politik gesetzt wird. Es gibt diesen Satz, den ich vor 2 Jahren schon mal bei Pax Terra zitiert habe, der nicht von Mark Twain ist, wie ich mittlerweile weiß, sondern in den 50er Jahren. Wenn man einen Hammer hat, sehen alle Probleme aus wie ein Nagel. Und wenn Sie so ein Militär aufgebaut haben und Sie haben, je nachdem wie Sie es zählen, zwischen 600 und 1000 Basen weltweit, ja, die nächsten, die Chinesen haben 2, ja. Und die Russen haben, je nachdem, wie sie es zählen, also ich lasse mal die Sowjetrepubliken, die alten raus, dann sind sie auch bei 3 oder 4, je nachdem, ob man was zusammenzählt. Und eine davon, die ganz wichtig ist, ist Tartus in Syrien und Maimaim, das ist die Luftwaffenbasis. Und darum geht es, wenn man die weg hätte, wenn man die Russen aus Syrien weg hätte, hätte man sie weg vom Mittelmeer. Dann sind sie auf das Schwarze Meer. Darum, das ist eine der wichtigsten, das ist zum Beispiel etwas, was ein echter Grund ist, das ist Strategie. Hören Sie aber nicht, sondern Sie hören von Menschenrechtsverletzung. Schlechter Assad.
Ja? Das heißt, es gibt Argumente, die moralisch geladen sind. Und wir haben auch noch eine Außenpolitikerin, eine Außenministerin, die von moralischer Außenpolitik spricht. Das ist, ich sage Ihnen, lassen Sie die Finger davon. Ja? Das ist, eine von den Sachen ist, wenn Sie jemand haben, der ein kaltblütiger Geschäftsmann ist, Donald Trump war so einer, der hat aber keinen Krieg angefangen, weil Geschäftsleute versuchen, das anders zu regeln. Sie können Kriege anfangen mit Leuten, die moralisch einen Impetus haben und sich dabei verheddern. Das Gute an Realpolitik ist, dass man immer verhandeln kann. Also Henry Kissinger ist ja ein Kandidat für einen Kriegsverbrecherprozess, aber man kann ihm zugutehalten, dass er tatsächlich auch immer verhandelt hat und auch den Vietnamkrieg, den sie dann gemacht haben, verhandelt hat. Sie kommen immer noch raus um diese Ecke. Mit Leuten, die ideologisch den Kreuzzug führen wollen, kommen sie nicht weiter. Ja? Und jetzt also nochmal hier, jetzt denken Sie dran, wir reden von Verteidigungshaushalt. Ja? Verteidigungshaushalt. Also das ist, Sie sehen, da unten kommt China, die geben jetzt ein bisschen mehr Geld aus, weil sie werden die Nächsten sein. Ja? Also ich mache jetzt mal den Propheten, ich aber sage euch, Taiwan wird der nächste Konfliktherd werden und Sie werden sehen, dass ich recht habe. Und das ist nicht, weil ich direkt Linie zum lieben Gott habe, sondern zwei und zwei zusammenzählen kann. Was aber nicht öffentlich gemacht wird, das komme ich gleich dazu, China ist der Konkurrent der USA. Das ist nicht Russland. Russland ist eine Vorstufe, die wird bearbeitet. Das wird die europäische NATO-Aufgabe werden, sich mit Russland weiter zu beschäftigen, damit die Amerikaner den Weg frei haben für den Konflikt mit China. Von dem Sie jetzt überall hören können, dass der Krieg mit China unausweichlich ist, habe ich das erste Mal gehört 2019 im ZDF mit Elmar Thewissen, als er General Ben Hodges interviewt, den ehemaligen Oberkommandierenden der US-Armee in Europa. Und da sagte Hodges, als Trump mehr Geld von Deutschland haben wollte für die Basen, wir sollten die komplett bezahlen, wir bezahlen sie ja, also, aber noch ein bisschen drauf, ja, also gar nicht mehr, weil wir die Sicherheit geliefert bekommen, und sagte Hodges, der Trump, das ist nicht gut, was er macht, wir brauchen die Deutschen noch für die Situation, wenn wir in den unausweichlichen Krieg mit China reinkommen. Und dann hörte Elmar Thewissen, hat keine Frage gestellt, wieso unausweichlich? Ja, was, oder sozusagen, was meinen Sie mit unausweichlich? Oder planen Sie bereits einen Krieg mit China? Sondern hat nur Nick. Ja, hat sich das angehört. Das ist nicht besonders gut für einen Journalisten. Sie sehen das hier, und dann sehen Sie Saudi-Arabien, die waren sogar mal Nummer 3. Also sind es auf dem Ding hier immer noch. Mit Indien hat jetzt zugelegt. Ja. Aber da sehen Sie so die ganzen Länder da, zum Beispiel UK, Japan, Germany, das ist alles so eine Liga. Und in der Liga, ganz leicht oben drüber, ist auch Russland. Ja? Aber hier USA 778. Und jetzt, wenn Sie das nehmen mit den, habe ich eine Folie, hätte ich auch noch reinnehmen können, wenn Sie sich angucken, von diesen 600 Basen, wie viele um China jetzt liegen, dann sehen Sie, es gibt so einen finsteren Scherz, Sie sehen, wie aggressiv die Chinesen sind, wie nah sie China an die amerikanischen Militärbasen gebaut haben. Ja? Das jetzt, und jetzt nochmal daran zu erinnern, das ist die Welt. Jetzt gucken Sie sich da an. Diese Insel hier oben ist so gut zu verteidigen als Militär. Hey, piece of cake, das ist die beste Aufgabe, die ich kriegen kann als Militär. Wer soll denn da angreifen? Hier oben von Grönland, die Robben, ja, kommt, was ist da, die Eisbären kommen. Das ist alles Quark. Das Land ist so gut verteidigbar wie kein anderes Land auf der Welt, auf dem Kontinent. Sie können sich jetzt noch, da oben ist Kanada und da unten ist Mexiko. Die Amerikaner haben ja Mexiko angegriffen. Ne? Dieser Teil hier von USA war ja mal mexikanisch. Und dann möchte ich Sie immer daran erinnern, Mexiko war getrieben von Simon Bolivar, also von der europäischen Aufklärung. Und während die Amerikaner, die auch von der europäischen Aufklärung getrieben waren, aber jeder von denen, der die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben hat, hatte Sklaven. Und Mexiko nicht. Die hatten keine Sklaven mehr. Und da war ein großer Streitpunkt, war Texas. Und die Amerikaner haben sich Texas durch Einwanderung von Migranten, amerikanischen sozusagen, geholt, langsam, und haben dann dafür, haben die Sklaverei wieder eingeführt. Und das ist der, das wird nicht erzählt. Ja? Also das heißt, die war schon abgeschafft und ist durch die Amerikaner wieder eingeführt, weil das die Wirtschaftsgrundlage von denen war. Fragen Sie irgendeinen Mexikaner. Sie können auch nachgucken bei der Deutsch-Mexikanischen Gesellschaft auf der Webseite. Da können Sie diese Geschichte aus der Zeit nachlesen. Ich habe sie in der Schule nie gehört. Habe ich nie gehört, aber auch ansonsten, ich kenne auch keine Doku darüber. Hochinteressante Geschichte.
dass dieses weitaus fortschrittlichere Land, unser Bild ist geprägt von Western, wo so dicke, zigarrerauchende, unrasierte, mit so einem riesen Sombrero, finstere Gestalten und dann kommt John Wayne und pustet sie weg. Ja. Aber das war ein bisschen anders in der Zeit. Also gucken Sie sich an, Simon Bolivar. So, das ist also die Situation Verteidigungshaushalten. Das sage ich Ihnen jetzt mal. Das gab es tatsächlich. Es gab vor dem Zweiten Weltkrieg gab es diese Planung, War Plan Red. Und da haben die Amerikaner überlegt, wer könnte uns denn gefährlich werden? Und das Ergebnis war, vielleicht Deutschland, Japan oder Kanada und Großbritannien. Und dann haben die einen Krieg gegen Kanada und Großbritannien vorbereitet. Das ist die Planung dafür, weil das ein Konkurrent auf wirtschaftlicher Ebene war, auf politischer Ebene. Also ganz pragmatisch, wer ist ein Konkurrent, so wie jetzt China ein Konkurrent ist? Und das war eben Kanada. Und deswegen hat man Kriegsplanung gemacht. Das ist unten daraus History Department, the time that US almost went to war with Canada. Kennen Sie auch nicht, haben Sie noch nicht gehört. War Plan Red. Also aus dieser Konstruktion, einer nüchternen Konstruktion, wer ist unser wirtschaftlicher Konkurrent, wer könnte uns gefährlich werden? Kanada. Kriegen Sie heute nicht mehr hin, weil heute haben wir Five Eyes. Also diese Siegermächte der Angelsachsen, da gehört Irland nicht dazu. Ja? Also Großbritannien, Kanada, USA, Australien, Neuseeland, die haben eine geheimdienstliche Kooperation und die teilen alle Erkenntnisse untereinander und arbeiten ganz eng zusammen. Der Rest der Welt sitzt am Katzentisch. Auch etwas außer Israel. Israel hat eine Sonderrolle in diesen Five Eyes. Deutschland nicht, brauchen sich keine Gedanken machen. Aber Israel hat eine Sonderrolle, wo auch nicht drüber geredet wird. So, das wollte ich Ihnen mal zeigen. Ich hoffe, dass das geht. Es ist eine wunderbare Liste der Kriege, die die Amerikaner seit 1945 geführt haben. Und ich wollte Ihnen das eigentlich zeigen, weil es so schön lang ist. Sie sehen dann, Sie haben ein Verteidigungsministerium. Also die sind überall auf der Welt, wenn sie 1000 Basen haben, was machen sie da? Sie verteidigen sich doch nicht. Das heißt, sie kriegen schon in die Begriffe, kriegen sie einen falschen Eindruck erzeugt und die haben ständig irgendwo interveniert. Und die Attitüde, die sie haben, ist ja auch, dass ihre Kriege immer im Ausland stattfinden. Wenn Sie an den Zweiten Weltkrieg denken, haben die Sowjets 27 Millionen Tote. Hälfte Zivilisten, Hälfte Soldaten. Weiß jemand, wie viele Toten die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg hatten? 400.000. Ja, 409.000, 406.000, je nachdem. Und zwar inklusive Pazifik. Also wenn Sie erzählt bekommen, bei der Invasion Japans musste man die Atombombe werfen, weil man 1 Million Tote gehabt hätte, wissen Sie schon, in welche Richtung dieses Argument geht. Habe ich einen Vortrag darüber, den ich Ihnen sehr empfehlen kann, mache ich heute nicht. Ja. So, und was es gab, eine ganz lange Zeit, war Großbritannien als die Hypermacht der Welt. Und zwar von Trafalgar, also als sie Napoleon besiegt hatten, als Seemacht, bis zum Ersten Weltkrieg. Und etwas danach waren sie auch noch wichtig. Das ist eine Karikatur aus der Zeit, der russische Bär und der iranische Löwe und da mitten sozusagen schütze mich vor meinen Freunden. Ja? Also das heißt, die Briten haben das als großes Spiel bezeichnet. Können Sie bei Rudyard Kipling, der das Dschungelbuch geschrieben hat, der hat auch darüber geschrieben. The Great Game, also der Kampf, wie man Indien nutzt, um weiter nach Asien vorzudringen und wie man sich die Länder dort holt. Deswegen gab es einen japanisch-russischen Krieg. Können Sie Tsushima, solche Seeschlachten für Leute, die sich mit sowas auskennen, ist ein Bild, was wir nicht automatisch im Kopf haben, was da passiert ist. Aber stellen Sie sich so vor, England hatte vielleicht 40 Millionen Einwohner und wollte Indien beherrschen. Großes Land mit vielen, vielen Menschen. Wie besetzen Sie denn so ein Land? Wenn die Inder sich einig sind, sind sie ganz schnell weg. Also ist die Möglichkeit Teile und Herrscher. Und so sind die Briten die Weltmeister geworden für Geheimdienstoperationen, um solche Länder zu spalten im Inneren, um Konflikte herbeizuführen zwischen Gruppen, weil man mit dem Spalten dieser Gruppen die Kräfte gegeneinander bündelt. Also das heißt, die bekämpfen sich selber und sie haben weniger zu tun. Dann haben sie das besser, können sie das beherrschen. Deswegen, wenn Sie mit Indern reden, sind die zentralen Ereignisse in deren Geschichtsbetrachtung ist nicht Auschwitz. Ja, das ist die Sachen, die Sie erlebt haben. Genauso für die Chinesen. Das sind die 100 Jahre Demütigung, die China als eine
Nation, die noch im 18. Jahrhundert einen höheren Lebensstandard als Europa hatte, was denn im Opiumkrieg, also wenn Sie den Opiumkrieg nicht kennen, den sollten Sie kennen, jeder Chinese kennt ihn. Das heißt, das läuft so, kann man ganz einfach erklären, die Briten sind verrückt nach Tee, Seide auch, Porzellan. Ja? Das heißt, die kommen nach China und kaufen ein. Und Chinesen lassen sich nur mit Silber bezahlen. Was dann passiert ist, das Silber geht Richtung China und die Briten haben ein Handelsbilanzdefizit, das sich gewaschen hat, weil die Chinesen wollen nichts von den Engländern kaufen. Die kommen an mit Fernrohren, irgendwas, was sie toll finden, aber da sind die Chinesen nicht dran interessiert. Also muss man irgendwie das Silber wieder zurückkriegen nach England. Und was machen sie? Sie wissen, in China, Opium ist eine Geschichte, ist aber nicht groß. Und sie machen jetzt, sie füttern sozusagen die Chinesen mit Opium. Das Opium wird in Indien produziert. Später auch Tee. Der Tee ist von China nach Indien, wir kennen das ja heute mit Assam und so weiter, ist aber eine Entwicklung davon. Das heißt, die sorgen dafür, China in einen Drogenstaat zu verwandeln. Und die Chinesen wollen sich nicht zerstören lassen. Die wollen ihre Kultur nicht zerstören lassen und sagen, das lassen sie nicht zu. Und was die Briten dann machen ist, sie führen zwei Kriege, um den Freihandel durchzusetzen. Und jetzt muss man wissen, ich empfehle immer sozusagen ein Buch von Karl Trocki, das ist in Australien ein Wirtschaftswissenschaftler, der hat nachgewiesen in einem Buch, ist nicht so dick, ungefähr, leider in so einem sehr teuren Verlag, Routledge, der hauptsächlich Geheimdienstliteratur hat. Und dort können Sie es nachlesen, dass das britische Empire zur viktorianischen Zeit hätte es nicht gegeben ohne den Drogenhandel. Es war finanziell abhängig davon. Großbritannien war ein Narko-Empire. Pepe Escobar, stellen Sie sich das so vor. Das heißt, es beruhte, deswegen kommt der Geschmack von einer moralischen Außenpolitik vom Westen, kommt da nicht so richtig gut an. Ja, die haben eine überlegene Kultur, eine 5000 Jahre alte Kultur, die zerstört wird vom Westen und mit Gewalt, weil das Einzige, was der Westen wirklich besser hat, sind Schiffe und Kanonen. Das kriegen sie hin. Sie können das sozusagen, die japanische Flotte ist denen nicht in der Lage, etwas dagegen zu setzen. Und daraus entsteht diese Demütigung, was die Chinesen, das Jahrhundert der Demütigung, 100 Jahre Demütigung einer Kultur, die sehr stolz ist auf ihre Leistung und völlig zu Recht. Ich habe jetzt wieder ein paar Bilder, könnte ich Ihnen zeigen, wer es schon mal gesehen hat. Santa Maria, ein Schiff, mit dem Kolumbus nach Karibik erst und dann nach Amerika gefahren ist. Und dann gucken Sie sich an, zur gleichen Zeit haben die Chinesen Schatzschiffe losgeschickt mit Admiral Zheng He, spreche ich bestimmt nicht richtig aus. Und die sind fast 100 Meter lang, mit 12 Masten, mit Astronavigation, mit verstellbaren Rahen, die sie von unten, technisch weit voraus, fahren damit irgendwo rum. Und jetzt ist es interessant, weil sie wissen, was die Europäer machen. Also die gehen hin mit einem Kreuz auf dem Dings und dann werden die... Das Erste, was kommt, ist, dass die Leute in der Karibik, die Tainu, kommt Kolumbus an und er will ja eigentlich Gold. Er will ja Gold für den spanischen König, der Gold braucht, um den Krieg gegen die Muslime zu führen. Und die kommen dahin und die haben sogar Gold, die Tainu, aber die versuchen, die als Sklaven zu kriegen. Und die Tainu versuchen, sich zu wehren. Einer der Häuptlinge geht rum und sagt mit einem Klumpen Gold und sagt, das ist ihr Gott. Und deswegen vergewaltigen sie unsere Frauen, schänden unsere Töchter und töten uns. Und sie sind feige, sie kleiden sich in Eisen, weil sie es nicht wagen, gegen uns zu kämpfen, Mann gegen Mann, mit Speer und mit Streitwaffe und mit Lanze. Ja? Und wir müssen diese Leute vernichten. Er wird, leider hören sie nicht auf ihn. Die gehen dann hin und dann wird versucht, und Kolumbus schreibt, das ist fast wörtlich, diese Menschen sind, sie kennen keine Lüge. Sie sind freundlich. Sie teilen alles, was sie haben, mit jedem, der zu ihnen kommt. Wir werden sie wunderbar versklaven können, weil sie werden sich nicht wehren. Moralische Außenpolitik. Wie klingt das, wenn Sie aus so einem Land kommen? Gucken Sie sich mal an Columbus Day. Die Ureinwohner von Nordamerika und Südamerika, was sie zu sagen haben zum Columbus Day. Ja? Das ist sozusagen, wenn man sich das anguckt, okay. Das heißt, das ist das große Spiel, was Europa angefangen hat. Und dieses Erbe der Unterdrückung
Sie kennen das ja auch von Nordamerika, dass sozusagen die Leute, da leben Leute auf einem Land, die zum Beispiel keinen Landbesitz kennen. Also die kennen das nicht. Die Idee, die Vorstellung, dass man Land besitzen kann, gehen Sie mal in sich, wie sinnvoll ist die eigentlich? Ja? Dass Sie das leben können in Sicherheit auf einem Gelände, solange Sie leben, das ist sehr menschlich und sehr vernünftig. Aber dass das immer als Eigentum bei irgendjemand bleibt, also eigentlich wäre es gut, man würde es immer neu wieder verteilen, ja, und wird gucken, dass jemand, der es gut benutzen kann, neu bekommt. Also die Vorstellung von Land oder Einzäunen war keine indianische Vorstellung. Diese Leute sind abgeräumt worden. Ein Massenmord an 500 indianischen Nationen. Darauf basiert das amerikanische Festland. Und deswegen haben die immer viel Verständnis gehabt für Leute, die andere massakrieren. Weil das ist ihre eigene Geschichte. Ja? Und wir Europäer haben ein Erbe, mitzuhelfen bei diesem Problem. Komme ich bei Israel dazu. Im Endeffekt sind nicht nur die Deutschen, sondern ganz Europa haben eine Mitverantwortung für diesen Konflikt, weil die Leute, die Ideen, die dort umgesetzt worden sind, sind Ideen des europäischen Kolonialismus. So, und das ist jetzt das Nächste, was Sie, auch ein Gedanke, den Sie kennen sollten, das ist die Thukydides-Falle. Das ist aus dem Peloponnesischen Krieg, also Thukydides, der erste echte Geschichtsschreiber, brillant, also sozusagen mit Hintergründen, und er sagte, der Grund für diesen Krieg zwischen Sparta und Athen ist, es waren der Aufstieg Athens und die Furcht, die das in Sparta auslöse, was den Krieg unausweichlich machte. Deswegen sagt Hodges, der unausweichliche Krieg mit China. Sie werden aber nicht erzählt bekommen, das ist, weil wir in der Machtkonstellation sind, wo wir, weil wir auf Militär setzen, anders agieren werden als die Chinesen. Sie erinnern sich, wir haben alle mal gelernt, sind alle alt genug, wenn du ordentlich arbeitest und fleißig bist und dann Erfolg hast, dann ist das richtig und dann gehört das dir. Und jetzt sind die Chinesen, sind da, ja, und arbeiten ordentlich und sind fleißig und haben Erfolg und dann hört das mit dem Freihandel gleich auf. Ja, dann kommt auf einmal, ist der Freihandel nicht mehr das Wichtigste in der Welt. Und das gilt so lange, diese ganzen Argumente von Freiheit, wie die Freiheit bedeutet, dass derjenige, der das Größere ausnutzen kann, sagt dann, der deklariert seine Möglichkeit, sich zu verwirklichen, sage ich mal, seine politischen Ideen, deklariert er als Freiheit. Und diese Konstellation ist jetzt zwischen USA und China. Wenn Sie reingucken in die Daten, und das sind viele Daten, eines der interessanten für mich ist die Anzahl der Ingenieure. Die Chinesen bilden Ingenieure aus wie Würstchen aus der Maschine. Die haben mittlerweile über 100 Millionen. In den USA gehen sie auf eine Uni und sind verschuldet, ja, und dann müssen sie sehen, dass sie wieder reinkommen. Das ist ein Riesengeschäft, das man zu machen. Die Chinesen bilden die aus. Ich habe 3 Jahre an einem Max-Planck-Institut Presse gemacht. Dann kann ich Ihnen sagen, hatte ich noch die Geschichten, 2010, wenn da ein Chinese Postdoc war und hat seinen Doc gemacht bei Max Planck, dann hat er eine Stelle gesucht in Europa oder USA, irgendwo bei einem Pharmaunternehmen, Schweiz, Frankreich, Deutschland, England, Jackpot. Und als ich da war, sind die alle nach Hause gegangen wieder, weil Jackpot gab es in China. Da bist du gleich Professor geworden, wenn du aus dem Max-Planck-Institut. Du hast eine Etage in einem Neubau mit allen Geräten, die man braucht und wahnsinnige Möglichkeiten. Das heißt, da war Europa nicht mehr toll, sondern wo die Musik spielte und jetzt spielt, ist China. Und ich weiß gar nicht, wie sie das wieder einholen wollen. Wenn sie gucken, sind, glaube ich, 43 Bereiche Hochtechnologie, die definiert sind bei uns, und bei 37 haben die Chinesen die Nase vorn. Es geht nicht darum, dass sie irgendwas kopieren, schlechte Mofas verkaufen weltweit oder so. Das ist ganz woanders. Wenn sie das nicht kapieren, was da los ist, und deswegen läuft das auf den unausweichlichen Krieg mit China hin, und man wird einen blöden Anlass finden dafür, wahrscheinlich in Taiwan, weil das ist, werde ich jetzt mal einklammern, nehmen Sie es einfach, ist eine Sache, wo die Chinesen nicht besonders viel Toleranz haben. Bei Grenzstreitigkeiten im Himalaya sind die sehr pragmatisch. Die Sache mit Taiwan ist eine Geschichte, wo die Chinesen, kann man reinpieksen, das tut weh. Da kommt eine Reaktion. Deswegen wird das auch gemacht werden. Ja? Hängt an Computerchips, die man nur in Taiwan zurzeit herstellen kann. Die haben keine hohe Rendite.
Deswegen wollten die amerikanischen Firmen nicht ran. Das sind so 8%, macht eine Firma in Taiwan, kann nur hergestellt werden mit einer Vortechnik, die aus Holland kommt, eine Lithografie, Druckgeschichte, wie die gedruckt werden, diese Chips. Und das ist im Moment ein Engpass. Und jetzt versuchen sie, das zu unterbinden. Die Amerikaner möchten, dass diese Produktion in Taiwan, die sind sogar bereit, die zu bombardieren, haben sie gesagt, diese Werke, um den Chinesen diese Möglichkeit zu nehmen. Chinesen sind dabei, sich auf diesem Sektor unabhängig zu machen. Ähnlich wie Russland, das unter den Sanktionen nicht gelitten hat, wenn sie sich das angucken, sondern dafür gesorgt hat, dass sie, denen geht's, also die haben angefangen, diese Produktion zu machen. Und die Chinesen werden das besser können als irgendjemand sonst von uns. Ja? Also das heißt, das ist eine Frage. Ich denke mal, Huawei, also diese Firma, mein Handy ist von Huawei, das will ich nur sagen, das ist eine Firma, die gehört den Arbeitern dort. Sollte man wissen. Einer der Gründe, glaube ich, warum sie niedergemacht werden. Eine Firma als Genossenschaft im Besitz der Arbeitnehmer. Ein Riesenladen mittlerweile. Ich habe gerade mit jemandem geredet, der installiert Netzwerktechnik in Saudi-Arabien. Ein Deutscher installiert das chinesische Technik in Saudi-Arabien. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Aber Huawei habe ich noch nie irgendwo gelesen hier, dass es eine Firma gibt, die den Leuten gehört, die drin arbeiten. Das ist ein interessantes Modell, oder? Dass sowas geht und so erfolgreich ist. Also, das Thukydides-Falle. Wenn dieser Konkurrent so mächtig wird, dann wird derjenige, dessen Macht in Gefahr ist, dessen Vorherrschaft in Gefahr ist, darüber nachdenken, militärisch zu agieren. Und da die Amerikaner, wie ich Ihnen vorher gezeigt habe, alles auf die Karte Militär setzen, die produzieren ja so gut wie nichts mehr. Welches Auto, welcher Kühlschrank, welcher Fernseher, welche Küchenmaschine? Also gucken Sie sich einfach um, Konsumgüter. Das ist alles nach China gewandert und in andere ostasiatische Länder. Die produzieren noch Waffen und Software. Und hauptsächlich Waffen und mittlerweile überteuerte Waffen. Die Sache hat sich gedreht. Während das, als ich jung war, war das so, dass die Sowjets Unmengen von etwas minderwertigen Waffen mit Masse hergestellt haben, hatten die Amerikaner zum Beispiel computerisierte Waffen. Heute sind es die Russen, die die cleversten darstellen in diesem Feld. Mit viel weniger Geld. Aber die haben Hyperschallraketen. Amerikaner immer noch nicht. Aber der Iran hat welche. Und China. Das sind so Thukydides-Falle. Das ist aus dem Buch aufgezählt. Sehen Sie die Sachen? Und interessant übrigens unten, das letzte, wenn Sie sich das hier angucken, unten, 1990 bis heute, das ist von dem Autor, das Buch ist schon alt, das ist nicht neu, das ist also ungefähr 90er Jahre. Und er sagt, der Vereinigtes Königreich und Frankreich versus wiedervereinigtes Deutschland. Hat aber nicht zu einem Krieg geführt, ist aber ein Kriegszustand aus seiner Sicht. Also ein Zustand, der zu einem Krieg führen könnte. Deswegen ist es interessant, sich mit solchen Sachen auch zu beschäftigen, wie wird das von außen gesehen. Also wenn Sie durchgehen, sehen Sie hier, zum Beispiel hier Ende des 19. Kaiserreichs, China, russisches Reich versus japanisches Kaiserreich, es hat einen Krieg gegeben. Sie sehen ja, wo es überall einen Krieg tatsächlich gegeben hat. Da unten jetzt gerade nicht, Sowjetunion-Franke. Also das lohnt sich, das ist so food for thought, sich diese Sache anzugucken, dass... Ja, also Sie in ein Problem reinkommen in dieser Situation. Und wenn Sie sich das angucken, ich will Ihnen das nur ein paar Daten, brauchen wir nicht vertiefen. Sehen Sie sich nur, who you gonna call, wo rufen Sie an, wenn Sie handeln wollen? Das ist 2000 und dann sehen Sie blau. Ja, in Amerika rufen Sie an. 2000 und das ist 2020. Das wird Ihnen nicht gefallen, wenn Sie amerikanischer Präsident sind. Aber wie gehen Sie dagegen vor? Indem sie sagen, Bro, wir müssen mehr Ingenieure haben, bessere Sachen produzieren, wie die Chinesen es machen. Wir haben keine strategische Planung dazu und wir geraten ins Hintertreffen. Ist aber gerecht. Also in Sachsen sagt man, durch eigene Schulden die Kacke geraten. Ich bin kein richtiger Satz, aber das ist ein anderes. Ich will Ihnen nur ein paar Sachen zeigen. Wirtschafts-Growth in Perspective. Sehen Sie unten die Economic Growth Perspective. Also das sind jetzt alles wissenschaftliche Publikationen. Und dann sehen Sie, wie es hier abgeht mit China. Und dann sehen Sie so die andere. Also das kriegen Sie nicht mehr eingeholt. Das ist eine ähnliche Situation wie vor dem Ersten Weltkrieg in Europa. Da war Deutschland, war China. Deutschland war aufgrund seiner Bildungsstruktur, aufgrund seiner hohen Bevölkerungsdichte und aufgrund seiner Kapazität mit jedem Jahr, das verging, wuchs sein Vorsprung gegenüber Großbritannien.
Und da haben die, hat Großbritannien an was gedacht? Sie haben alle gelernt, Deutschland hat den Ersten Weltkrieg angefangen. Die Pläne für den Krieg gegen Deutschland, so wie Code Red, waren schon 1908 in Großbritannien fertig. Das war alles, also das ist die Thukydides-Falle vor dem Ersten Weltkrieg. Da sind wir jetzt. Und das Interessante ist, ich habe sogar mal nachgefragt, dass die Chinesen, die eine, wenn Sie Jeffrey Sachs anhören, in China haben sie keine Leute in öffentlichen Positionen, die nicht extrem gut sind. Nicht wie bei uns. Ja? Also richtig gute Leute, die ein großes Wissen, große Ausbildung haben dazu. Und die haben gesagt, wir haben uns das sehr genau angeguckt mit der Bagdad-Bahn. Als Beispiel. Das war nämlich Bagdad-Bahn, für die es nicht kennen. Das ging von Berlin bis nach Kirkuk über Istanbul. Mord im Orient Express. Ja? Also sozusagen, das ist die Strecke. Und die führt bis in die Ölfelder. Und die hat ein deutsches privates Firmenkonsortium gebaut und hat gesagt, wir wollen, ich glaube, 10 Kilometer oder sowas, links und rechts davon, die Bodenschätze sollen uns auch gehören. Was aber viel wichtiger war, die Amerikaner, die Briten konnten über den Suezkanal, konnten sie abschneiden und über ihre Marine die Lieferung von Erdöl. Und wenn da eine Eisenbahn hingegangen wäre, wäre dieses ausgeschlossen gewesen. Es wäre ein strategischer Zugriff auf die Erdölfelder von Irak, Kirkuk. Unten ist immer, wie heißt es am Schwarzen Meer, Baku. Baku ist sozusagen das erste, wo man überhaupt Erdöl gefördert hat, weil das konnten sie mit dem Eimer fördern. Ja? Könnten sie einfach, da waren Seen mit Erdöl, konnte man einfach abpumpen. Und dann musste man ein bisschen bohren und dann sprudelte das aus der Erde hoch. Also Baku war der Anfang von den Sachen und Hitler wollte dahin, Napoleon, also nicht, weil er Erdöl wollte, aber dann später, das ist sozusagen der Grund dafür. Und das ist Variante, sich an das Erdöl ranzuholen. Das ist ja der Ausgangspunkt für viele Konflikte, die wir dann später haben. Aber ich will jetzt hier nochmal, also brauchen wir nicht, Sie sehen immer die Entwicklung. Das können Sie können angucken, wo Sie wollen, was Sie wollen. Es sieht immer so aus. Die Frage ist, wann schneiden sich diese Linien? Wann ist die größte Volkswirtschaft, die amerikanische, hätte eigentlich schon der Fall sein müssen in den letzten Jahren. Und Trump hatte gesagt, wenn nicht ein cleverer Mann im Weißen Haus sitzt, und der hat das in Bezug genommen auf Covid, das war eine Rede über Covid, dann wird es nicht so weit kommen, dass die Chinesen uns in absehbarer Zeit überholen. Das sollte man sich mal genau angucken. Warum redet er, wenn er über Covid redet, über diese... Nehmen Sie es mal als Gedanke mit, gucken Sie sich die Sachen an, die er gesagt hat dazu, das ist ganz interessant. So, jetzt will ich ein paar andere Sachen zeigen, weil wir haben ein merkwürdiges Bild, auch von China. Wenn Sie hier gucken... Da wird gefragt, es ist eine Studie dieses Jahr zur Demokratie. Also das heißt, haben wir nicht genug Demokratie, die richtige Menge an Demokratie in unserem Staat oder zu viel? Ja? Und dann gucken Sie sich das mal an. Nummer 1, Südkorea, dann kommt China, dann kommt Vietnam, Taiwan und dann die Schweiz. Das hier oben sind 3 Länder, 4 Länder, die konfuzianisch geprägt sind. Die sind nicht alle kommunistisch. Taiwan ist nicht kommunistisch. Südkorea ist nicht kommunistisch. Aber alle diese Länder sind konfuzianisch. Und das ist, die Leute in diesen Ländern sind hochzufrieden mit ihren Regierungen, egal ob gewählt wird oder nicht. Das ist etwas, was wir nicht verstehen. Bei uns heißt es dann, der neue Schlagwort ist ja autokratisch. Das sind autokratische Staaten. Die Leute, komme ich noch dazu, bezeichnen sich aber als, wir sind viel demokratischer als ihr. Die Definition ist eine andere. Wir sagen, wenn gewählt wird, das ist der Entscheidende. Und dann können Sie sagen, das kennen Sie selber. Sie wählen, nach einem halben Jahr sind Sie bitter enttäuscht und machen das nächste Mal Protestwahl irgendwas anderes. So kommt eine Partei nach der anderen hoch und nichts ändert sich. Die Politik ändert sich nicht. In China ändert sich die Politik, aber die Partei ändert sich nicht. Ja, das ist ein Unterschied und deswegen... Das nehmen Sie es einfach objektiv. Das sind einfach Daten. Das heißt, und wenn Sie jetzt mal gucken, genug Demokratie, ja, das ist, Entschuldigung, Finger Trouble. Hier, da ist United States in den Umfragen. Haben wir genug Demokratie? Nein, haben wir nicht. Da oben ist China. Erklären Sie das mal Ihrem Nachbarn. Der fragt als erstes, wo kommt denn diese Umfrage her? Ja. Eine amerikanische Umfrage.
sind Sachen, die, das ist sogar von der deutschen Firma gemacht, aber die nehmen Daten mit rein. Das sind keine chinesischen Umfragen vom Reichspropagandaministerium von Xi Jinping, sondern das sind, und denken Sie dran, dass hier oben, das ist wichtig zu verstehen, dieses Konfuzianische. Das Konfuzianische bedeutet, dass Sie, wenn Sie, wie ich Ihnen sagte, Staatsdiener werden oder Bürgermeister werden, dann müssen Sie nachgewiesen haben, dass Sie das gut können. Sie haben in der kommunistischen Partei, wo zum Beispiel Xi Jinping sich 9-mal beworben hat, Mitglied zu werden. Das ist ein Ehrenposten. Das ist nicht wie Polen 1989, wo 3% von den Leuten in der KP glauben, was sie erzählen. Das war vollkommen verlogen. Ja? Da hat keiner, das war eine hohle Ritterrüstung. In China nicht so, aber auch in Taiwan nicht so und auch in Südkorea nicht so. Das ist 5000 Jahre Kultur, Mandarin. Mir hat einer geschrieben, ich hatte einen Vortrag gemacht, der hat gesagt, mein Großonkel war Mandarin zweiten Grades am Hof des Kaisers von China als preußischer Gelehrter, der darüber gefahren ist. Das nennt man Meritokratie. Also Leute, die in einen Posten kommen, weil sie etwas besonders gut können. Diese Leute mussten alle Prüfungen bestehen, die Mandarine. Und sie hatten als Aufgabe, sich persönlich zu vervollkommnen. Also Ehrenwerte, in dem Fall Männer zu werden. Gibt erstaunlicherweise auch immer wieder Frauen in China, sogar als Piratenchefin. Ja, das ist eine interessante, aber nur am Rande. Also es ist relativ sehr pragmatisch durchlässig dabei. Und das hat dazu geführt, dass es diese Leute ein hohes Ansehen haben. Das Problem, was China hat, ist Korruption, komme ich auch noch zu. Aber sozusagen in diesem Bereich, wie zufrieden sind die Leute mit dem Land? Es ist absurd, das haben ja auch die Leute nicht geglaubt, wenn ich es zeige. China ist das Land, wo die Bevölkerung sagt, dass die Medien die beste Information machen. Von allen Ländern in der Welt. Es sind 97% sagen, unsere Medien machen einen guten Job. Das glauben die Leute nicht, weil wir fest glauben, das kann nicht sein, dass in so einem Land gut gearbeitet wird, weil das ist ja eine kommunistische Diktatur. Ja? Ist aber eine konfuzianische Struktur, und die ist Konfuzius bedeutet auch, wenn sie Macht haben, ist das nicht so, dass sie einfach losgehen. Es gibt zum Beispiel keine Regierung, die so viel Umfragen in Auftrag gibt wie die chinesische. Das heißt, das ist immer beidseitig. Das Bild kommt aus der Familie, das ursprüngliche Bild. Der Vater hat die Macht in der Familie und seine Frau muss ihm zuarbeiten. Das ist konservatives Element, das brauchen sie nicht notwendigerweise, aber der Sohn hat dem Vater zu gehorchen, aber der Vater hat im Interesse des Sohnes zu denken. Der kann nicht sagen, ich habe jetzt hier zu sagen, ich mache das und wir haben hier den Vertrag unterschrieben und du machst jetzt und ansonsten gehen wir vor Gericht, sondern das ist immer von beiden Seiten. Derjenige, der die Macht hat, muss sie rechtfertigen durch Qualität und dass er von den anderen unterstützt wird. Ein weiterer wichtiger Begriff war in China das Mandat des Himmels. Der Kaiser hatte die Aufgabe, die Harmonie mit dem Himmel herzustellen. Und wenn es zum Beispiel Missernten gab in Reihe, dann war der Kaiser fällig. Was die Leute gemacht haben, ist, sie haben die Kochtöpfe genommen und nachts auf die Kochtöpfe geschlagen in der Stadt. Hört jeder, niemand ist direkt verantwortlich, aber man hört, wir wollen den nicht mehr. Ja? Übrigens eine gute Methode, kann man nach. Ich will Ihnen das nochmal zeigen, dass es hier nochmal einfach größer, aber Sie haben es, glaube ich, kapiert. Sie sehen da oben Südkorea, Taiwan, China, Vietnam. Das sind alles konfuzianische. Deswegen, das sind nicht ein politisches System. Das funktioniert nicht nach dem politischen System. Das funktioniert nach dahinterliegenden Philosophie in den Ländern. Und dann eben Schweiz, okay, das ist demokratisch. Die Schweiz können Sie zumindest, können Sie jederzeit versuchen, dafür zu sorgen, dass anders abgestimmt wird. Ja, das ist ja mal etwas. Und dann, wenn Sie unten gucken, dann sehen Sie, ja, nicht enough. Also gucken Sie, Germany auch nicht, ist in der Mitte, ja, aber United Kingdom und ganz unten hier, das ist jetzt in der Grafik das letzte United States. Also das ist, wir reden von Demokratie, aber unsere eigenen Bevölkerung glauben gar nicht, dass wir so demokratisch sind und wir sagen, die Chinesen sind undemokratisch, die finden das aber sehr demokratisch, was bei ihnen stattfindet. Demokratie definiert als, die Regierung sorgt dafür, dass es uns gut geht. Hatten wir in gewisser Weise in den 50er, 60er Jahren mit dem deutschen Wirtschaftswunder auch. Da hätten sie nie eine Revolution starten können, weil die Leute verdienen es jedes Jahr ein bisschen besser. Mit dem Käfer nach Italien. Das wollte ich Ihnen jetzt mal zeigen, um etwas Essig oder Salzsäure rein. Das ist nämlich hier, geht es darum, wie die Bevölkerung weltweit zufrieden waren mit den Regelungen zur Covid-19.
die Leute, die jetzt in Alternativmedienkreisen sind, viele dabei, die das überhaupt nicht gut fanden, gehöre ich selber dazu. Aber wenn Sie sehen weltweit, das hier ist Iran, ja, und dann haben Sie hier, jetzt überlege ich gerade, was das ist hier unten, das ist Österreich, Ungarn. Also das sozusagen, aber ansonsten, die Bevölkerung weltweit sind sehr angetan davon, wie ihre Regierung diese Covid-19-Krise, sollte man wissen, deswegen sage ich Filterbubble, ja, wenn wir glauben, dass die Leute alle dagegen waren, ist nicht so. Deswegen ist es gut, sich solchen Sachen auszusetzen, was anderes zu sehen, damit man einen realistischen Blick darauf hat, was andere Leute so denken. Ich will jetzt mal, das wollte ich Ihnen mal zeigen, das ist intern in China bei den Umfragen, das ist jetzt hier eine deutsche Firma, Latana, da sagen die Chinesen, das Wichtigste ist, Korruption zu bekämpfen. China, genauso wie Vietnam, sind Kulturen mit Geschenken. Das heißt, sie geben Leuten, die sie gut behandelt haben, ein Geschenk. Kann ich ein Beispiel, ich hatte eine Zeit lang in Vietnam zu tun, da war ein Student, dessen Professor war Amerikaner, hat im Vietnamkrieg gekämpft, war an der Uni in Vietnam und der Vater von dem Studenten war ein Kriegsheld der Vietnamesen. Und er hat sich bei dem Professor dafür bedankt, dass er seinem Sohn den Uni-Abschluss ermöglicht hat, indem er ihm ein Geschenk gegeben hat. Das ist sehr vietnamesisch-konfuzianisch. Der Amerikaner konnte das nicht annehmen. Der war, das ist sozusagen für ihn, die Vietnamesen sind übrigens ziemlich pro-amerikanisch mittlerweile. Das ist sehr pragmatisch, wie es dazu geht. Das ist nicht das ist anders als bei uns. Ja? Und das ist eben, weil es diese Kultur der Geschenke gibt, das kann ganz schnell umkippen in Korruption. Das ist das Hauptproblem. Und sehen Sie hier, Armut bekämpfen, improve healthcare, sind übrigens kräftig dabei. Krankenversorgung, Rentenversicherung, kommt alles in China. Rentenalter war 55, ist jetzt hochgesetzt worden auf 60. Ja? Und die Chinesen werden alt. Also das ist, und die haben genug Geld gehabt, um zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren. Das darf man ja hier nicht erzählen. Ja? Das ist sozusagen, wenn man, wir sagen, Kommunismus ist Knute, schlechtes Leben, schlechter Wodka und kein Spaß dabei. Und wenn man dann die Chinesen sieht, dann denkt man, was läuft denn bei uns falsch? Aber da brauchen Sie nur nach Österreich sehen. Dann wissen Sie auch schon, dass bei uns was falsch läuft. Dann komme ich jetzt zu etwas anderem. Ich hatte gesagt, Gaza. Das ist auch eine interessante Entwicklung, die sich abzeichnet. Das ist hier, sehen Sie, Sympathie für Israel in der Mittel, in der Situation bei Party-ID. Das sind neue Zahlen über die Jahre, sehen Sie, von 2001 bis 2023. Und dann sehen Sie, bei den Demokraten geht das runter und das geht richtig runter. Und jetzt ist das Nächste, also Demokraten, nicht bei den Republikanern, da ist das ziemlich konstant. Bei den demokratischen Wählern geht es runter, Independents sind eher auf der Linie der Demokraten. Und das Krasse, wo die Israelis sich jetzt mit beschäftigen, ist nochmal das Gleiche, können wir nehmen. Aber das hier sind es die Generationen. Da sehen Sie die Millennials, ja, und sozusagen die Leute. Je jünger die Amerikaner sind, umso negativer ist ihre Einstellung zur israelischen Politik. Das heißt, was sie jetzt kriegen, was die Israelis gesagt haben, es ist nicht eine Frage von links und rechts, sondern vom Alter. Wir verlieren die junge Generation in den USA, an den Unis und sonst wo. Hören sie bei uns auch nicht. Also die Teilung geht durch das Alter. Die machen nicht mehr mit. Also die jungen Leute sind die, die an dieser Politik, die sie gerade erleben, das meiste auszusetzen haben. Republikaner, sehen Sie, läuft das sogar ein bisschen anders. Von 60 auf 71, die sind nicht in diesem Trend mit drin. Aber wenn Sie sagen, Republikaner, Demokraten ungefähr gleich, dann sehen Sie, das Problem, was sie haben und Independent, ist, dass die junge Generation denen abhanden kommt. Auch das, also ich liebe solche Sachen, wie Sie merken. Das ist, wie die US-Führerschaft in den Ländern gesehen wird, positiv oder negativ. Und dann haben Sie den erstaunlichen Faktor, dass Sie hier, haben Sie sehr pro-amerikanische Ecken und dann sind Sie hier Mongolei. Aber wenn Sie gucken, 15 hier Russland, ja, also China, no data, haben Sie keine. Aber hier und auch in Deutschland ist das nicht besonders positiv. Das ist interessant. In den europäischen Ländern, in den NATO-Ländern Europas ist die Einschätzung gegenüber den Amerikanern negativ geworden. Also das ist, aber das kriegen wir nicht mit. Wir kriegen nicht erzählt, dass dieser Trend da ist. Das heißt, weltweit haben Sie hier Russland, ist natürlich klar.
Und den sehen Sie hier, Kanada. Also das ist alles im stark negativen Bereich mittlerweile. Eine interessante Entwicklung. Wie gehen Sie als Amerikaner dagegen vor? Sie müssen auf jeden Fall die Propaganda hochfahren. So, das ist, wie wichtig ist denn Demokratie für die Leute? Jetzt gucken Sie sich mal wieder hier China an. Also je grüner, desto wichtiger. Das ist den Chinesen wichtiger als den Amerikanern. Das sind auch so Sachen, da sehen Sie hier Südamerika. Also das heißt, also die Europäer, also die westlichen Staaten, die sich als Modellfall dafür nehmen, sind den Leuten noch nicht mal so wichtig, was da passiert, weil sie kein Vertrauen in ihre Eliten haben und sie glauben, dass sich niemand um ihren Wohlstand kümmert, sondern dass große Konzerne eine Gefahr sind. Das ist das Ergebnis von diesen Studien. Das ist in westlichen Ländern viel stärker als in China. In China haben die Leute viel weniger Angst davor. Nehmen Sie Latin America weg, sondern sagen Sie, das sorgt Ihre Regierung für eine Minorität in Ihrem Land. Global ist das ungefähr 50-50. Free, less free, gute Güte, das können wir auch. Wer beschreibt, wie was frei und was nicht frei ist. Aber sehen Sie hier Asien, ist das relativ, die Majorität glaubt, dass sozusagen darin arbeitet, eine Minorität, also ist besser. Und dann haben Sie Europa, Lateinamerika, jeder, der da war, kennt es. Ja? Das ist ziemlich korrupt und nicht gerecht. Das ist in fast allen diesen Ländern der Fall. Jetzt gucken Sie hier mal wieder in China. Also da glauben, obwohl die Korruption als Problem haben, glauben Sie, das ist der geringste Balken von allen, wo Sie sagen, eine Minorität bereichert sich an uns. Das ist steigende Flut für alle. Auch hier wieder die Vorstellung, dass autokratische Systeme negative Auswirkungen für die Bevölkerung haben, wird, wenn man mit Chinesen redet, kein gutes Argument sein. Das ist nicht die Kategorie, wie die diese Sachen betrachten. Das kann man bei uns, wenn man uns sagen will, China, jeder Deutsche, den ich kenne, kennt Sozialpunkte. Also in China kommt das Argument Sozialpunkte. Ich habe es ein paar Mal schon erzählt, ist kein großes Thema in China, interessiert die nicht. Das ist aber ein Nachweis bei uns, dass es ganz schlimm ist in China, wie es aussieht mit der Freiheit. Und Meinungsfreiheit ist auch kein besonders hoher Wert, obwohl ich Leute kenne, Deutsche, die in China leben, die gesagt haben, sie haben sich noch nie so frei gefühlt. Frei. Da habe ich gefragt, was meinst du denn mit frei? Dass du Buntbarsche züchten kannst, dass du mit der Eisenbahn irgendwo hinfahren kannst. Ich sagte, nein, ich kann hier reden, was ich will. Ich kriege eher Schwierigkeiten, wenn ich mache, was ich rede. Wenn ich sozusagen Bomben lege. Bei uns nicht mehr, Uwe Schattauer. Ja. Das sind die Länder, in denen gesagt wird, die Regierung nützt einer Minderheit. Können Sie sich auch wieder angucken. Das hier ist China, das ist USA. Das Bild ist immer gleich. Immer wenn Sie sich das angucken, werden Sie auf diese Zahlen stoßen. Das heißt, bei uns ist eigentlich, wir betrachten uns als demokratisch, sind in Diskussion pro-westlich, wenn wir mit anderen Leuten reden, aber die Leute bei uns selber glauben gar nicht, dass wir so demokratisch sind. Demokratisch im Sinne von Krankenversicherung, medizinischer Versorgung, Verkehrsinfrastruktur, also die ganzen, was jetzt als Sozialleistungen ankommt. Das wird von vielen Menschen in diesen Ländern als Demokratie betrachtet. Das ist also nicht, ist mir egal, ob ich an Krebs sterbe, Hauptsache ich kann wählen, sondern ich möchte ins Krankenhaus können und mir das bezahlen können. Das ist ein Punkt. Das ist eine andere Sichtweise. Deswegen, was Demokratie bedeutet, unterliegt nicht in Wirklichkeit unserer Definition. Die ist nicht weltweit gültig. Das ist das Ansehen von China. Und da sehen Sie halb-halb, je nachdem, wo Sie hingucken. Also es gibt viele Länder, Japan hier am negativsten, aber hier Schweden, Australien, Kanada, Deutschland negativ. Und hier oben Pakistan, Russland, Nigeria, Algerien, Marokko, Drittweltstaaten positiv. Hier negativ, positiv. Fast 50-50. Ist eine Sache, also sozusagen eine Einteilung nach unseren, sozusagen wo wir herkommen, von den Blöcken her. Das will ich auch nochmal, Essig und Salzsäure in den Wein. Europa und USA haben weltweit einen guten Ruf. Und das ist sogar mehr geworden in den letzten Jahren. Mit beiden ist das angestiegen. Also viele Länder in der Welt sagen, wenn man sie fragt, UN ist gut. Und das Witzige ist, dass ganz viele sagen, 44%, Deutschland sollte eine stärkere Rolle haben. Warum genau? Weiß ich nicht. Aber wir haben einen sauguten Ruf in der Welt. Ja?
Völlig zu Unrecht, würde ich sagen. Und China, positiv oder negativ, und dann sehen Sie genau das Umgekehrte. Negativ hier im Westen, im Westen, im Westen, also in NATO-Stan. Das gehört ja auch mittlerweile dazu. Die NATO, das nordatlantische Verteidigungsbündnis, wird ja demnächst hauptsächlich im südchinesischen Meer aktiv werden, ne? Wie der Name schon sagt. Jetzt möchte ich zu etwas kommen, weil wir jetzt, ich hatte gesagt, Gaza. Das sind jetzt Sachen, die ich aus den Recherchen für meinen Film Israel und die Bombe mitgenommen habe. Die Situation jetzt in Israel, müssen Sie sehen, dass es ein Nationalstaat ist, der sehr militärisch geprägt ist. Ich habe drei Freunde, Deutsche, Israelis, beide Staatsbürgerschaften und Juden, die nicht mehr in Israel leben wollen, weil sie es als militaristischen Staat sehen. Sie sagen, meine Freunde sagen größtenteils, mehr als 80%, die Araber müsste man alle ausrotten. Die wollen damit nichts zu tun haben. Bei Umfragen geht das bis 40%. Die sehen sie bei uns auch nur nie. Und das zu verstehen, das fängt an damit Holocaust. Als das losgeht mit der Ermordung der Juden in Europa, ist das nicht das erste Mal. Es hat vorher in Europa immer wieder Pogrome gegeben. Sehr stark in Russland, was dazu geführt hat, dass der Zionismus entstanden ist. Das heißt, die haben gesagt, es hat keinen Zweck, wir werden nie akzeptiert werden von diesen Gesellschaften. Wir brauchen einen eigenen Staat, eine eigene Nation, wo wir leben können. Wir werden nie in Frieden leben können. Übrigens, Preußische Reich ist das, was am besten funktioniert hat in dieser Hinsicht. Sollte man als Deutscher wissen. Ja? Also das war die Assimilation war am höchsten. Assimilation, also die Aufnahme, dass dann die Juden gar sich nicht als Juden definiert haben, sondern in erster Linie als Deutsche. Ja? Das war stark. Aber in Europa hat eine Tradition von Unterdrückung von denen, woraus entstand, dass sie weg wollten. Und im Zweiten Weltkrieg gibt es den Massenmord, für den Deutschland verantwortlich ist. Und die Erfahrung der Juden ist, dass niemand sich für sie interessiert hat. Niemand hat ihnen geholfen. Auch die Amerikaner nicht. Ich verfolge seit Jahren diesen Eintrag im National Holocaust Museum. Der wird ständig umgeschrieben, weil was sie sehen ist, dass die Presse, die New York Times hat sich vor kurzem entschuldigt dafür, dass sie im Zweiten Weltkrieg nicht darüber berichtet hat. Also das ist unter ferner Liefen. Es war kein Thema. Es war kein Thema. Die Erfahrung der Juden war, dass sie versucht haben, also um Hilfe zu bitten, zum Beispiel, dass die Bahnlinien bombardiert werden. Im August 1944 ist Auschwitz bombardiert worden, aber die Produktionsanlagen, wo Kunstgummi hergestellt wurde, als militärisches Ziel, man hat nichts unternommen um den Massenmord. Es gab Vorschläge, die Krematorien zu bombardieren, weil man dann die Vernichtungskette unterbrechen. Furchtbare Geschichte, aber also es ist kein einziger Bomber abgestellt worden, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es wurde erst ein Thema in den Öffentlichkeiten, als die Soldaten einmarschierten, in Polen und dann auch in Deutschland, und die das sahen, was los war. Dann gab es das große, schockierende Erwachen. Ja? Vorher kein Thema. Das heißt, die Erfahrung der Juden war, niemand wird uns helfen, wir müssen uns selber helfen. Die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs für die Juden weltweit war, wir brauchen unbedingt Waffen, damit wir Kriege führen können gegen die Vernichtungsleute. Die Deutschen haben als Erfahrung, nie wieder Krieg, Finger weg davon. Für die Juden ist es das Gegenteil. Das ist eine historische Erfahrung, eine diametral entgegengesetzte aus den Erfahrungen. Wir schuldig geworden, die vernichtet worden. Und dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir mit unserer, was ich vorhin skizziert habe, mit den nordamerikanischen Indianern, mit den Südamerikanern, wir haben eine Tradition des Kolonialismus, egal wo wir auftauchen, dass wir diese Leute unterdrücken. Und das ist mit den europäischen Juden mit nach Israel mitgekommen. Und die haben diese Gedankenrichtung, sind also im Zionismus, der eine nationale Idee ist, einen Nationalstaat aufzubauen, quasi mit rübergenommen. Das ist ein Anteil, wo wir eine Europa, jetzt nicht nur Deutschland, eine Verantwortung dafür haben, weil diese Ideen, dass da minderwertige Leute, die man hin und her schieben kann, das ist eine europäische Idee, das ist keine arabische. Das ist keine, die von dort stammt, die haben wir mitgebracht. Israel ist ja aufgebaut aus europäischen, Juden europäischer Herkunft und arabischer Herkunft. Und das Arabische funktioniert anders. Also Holocaust. Niemand hilft uns, wir müssen uns selber helfen und wir müssen in der Lage sein, uns zu wehren.
nie wieder zur Schlachtbank. Also die Sache ist Warschauer Ghetto, Aufstand, kämpfen. Also das ist eine sehr militärische Ethik, die sich daraus ergibt, weil man das quasi als erlebt hat, als auch Versagen. Also das ist beschämend, wenn man sich nicht wehrt angesichts der Leute, die einen vernichten wollen. Das rate ich Ihnen, Jan Karski. Jan Karski, das sollten Sie sich unbedingt angucken. Gibt es als Interview einzeln. Das ist aus dem Film Shoah von Claude Lanzmann, einer hervorragenden Doku. Jan Karski war ein polnischer Offizier, der vom polnischen Widerstand in die USA geschickt wurde, zu Präsident Roosevelt und dem obersten Bundesrichter Frankfurter, der auch Jude war, um Roosevelt ja nicht, ja, also sozusagen aber Frankfurter, um darüber zu berichten, was in Europa vor sich geht. Weil die Berichte über den Massenmord an den Juden haben es nicht geschafft auf die Titelseiten der Zeitung, auf Seite 44 mal etwas, also das ist das, wofür sich die New York Times entschuldigt hat. Das galt als Verschwörungstheorie, wird man heute sagen. Und Jan Karski, also das heißt, man hat gesagt, nee, das stimmt nicht. Ich habe mal mit dem Chefbildausbewerter von der CIA geredet, weil man hat nach dem Krieg auf den Bomberfilmen, also die Bomber machen einen Angriff und dann filmen sie, wie die Bomben fallen, um zu sehen, welche Bomben explodieren und wie die Schadenswirkung ist. Also das heißt, eine Auswertung davon, wie diese Bomber sind und die Kameras fangen an zu laufen, bevor die Bombenklappen aufgehen und sie hören auf zu laufen, nachdem die Bombenklappen wieder zu sind. Und auf diesen Aufnahmen waren die Konzentrationslager. Es gibt Aufnahmen von Auschwitz, wo man sieht die Aschekegel von den Schornsteinen. Also das hat man mit einem Bundeswehrausbilder, der gesagt hat, jemand, der sich auskennt, konnte sehen, was dort los ist. Und dann habe ich den Dino Brugioni, hieß der, habe ich gesagt, warum hat sie das nicht interessiert? Und er hat gesagt, wir haben gar nicht danach gesucht, wir haben gar nicht geguckt, wir haben es auch gar nicht gesehen, wir haben es erst nach dem Krieg gesehen, als dann Leute auf die Idee kamen, vielleicht finden wir was. Und dann haben wir das gefunden. Er hat gesagt, Sie müssen sich vorstellen, ich bin in New York aufgewachsen, nicht in der Bronx, aber in der Gegend, wo die Italiener, das war also Arbeiterklasse, ein bisschen runtergekommen. Und er hat gesagt, wenn bei uns es jemand geschafft hat, aus der Schule einen Studienplatz in Deutschland zu kriegen, das war wow, das war die große Feier. Das Land, wo die Hälfte der Nobelpreisträger herkommen. Er hat gesagt, bei uns wollte niemand glauben, dass die Deutschen solche Sachen machen. Das war sozusagen, nee, das glaube ich nicht, das ist doch sozusagen over the top. Er hat gesagt, das war nicht in unserer Vorstellungswelt. Das hat lange gebraucht, bis wir das geglaubt haben, dass Deutsche solche Brutalitäten begehen. Deswegen haben wir nicht danach geguckt. Das war nicht, und wir haben davon nichts gehört. Ja? Und Jan Karski, ein wirklich extrem gebildeter, ein Gentleman, 5 Sprachen, wenn Sie den sehen, merken Sie das, gut ausgesucht, wird infiltriert vom polnischen Widerstand ins Ghetto in Warschau. Die bringen ihn rein und wieder raus. Und dann bringen sie ihn in ein Vorlager von Majdanek, Vernichtungslager, rein und raus. Und dann schicken sie ihn zu Roosevelt. Und er erzählt Roosevelt, was er selber gesehen hat. Und Roosevelt interessiert sich nicht dafür. Und der Bundesrichter Frankfurter hält das sozusagen distinguierte Ablehnung. Ja, er hält das für Quatsch. Was sie glauben ist, dass der polnische Widerstand versucht, die Amerikaner auf seine Seite, in seine Interessensphäre zu ziehen, weil im Zweiten Weltkrieg, der ja losgeht wegen Polen, dann die Sowjets eintreten, 1941, die vorher Polen mitgeteilt haben und sie sind viel, viel wichtiger als die Polen. Und Polen wird am Ende vom Krieg nochmal sozusagen, ist sozusagen immer das Opfer, das missbraucht wird. Und dann glauben sie, das ist dieses Problem, jeder Pole kennt General Sikorski, ja, den Chef des Freien Polens, der in einem ungeheurer dubiosen Flugzeugabsturz ums Leben kommt, wo einige Leute sagen, das war der britische Geheimdienst, weil man den Mann, der, als er wusste, dass in Katyn die Sowjets die polnischen Offiziere umgebracht haben, die Intelligenzia, die Struktur des Polen, was danach wieder funktionieren kann, von den sowjetischen Soldaten, das erfährt Sikorski. Und jetzt geht es los, was wird das für die Allianz bedeuten? Die Allianz mit den Sowjets, mit den Westalliierten, muss aufrechterhalten werden für den Krieg. Da kann man nicht gebrauchen, dass jetzt jemand kommt und sagt, die massakrieren unsere Leute. Also Sikorski stirbt in einem außerordentlich dubiosen Flugzeugunfall,
Rolf Hochhuth hat darüber ein Theaterstück geschrieben, der ist in Richtung der Briten gegangen, dass die das gewesen sind. Andere sagen, die Sowjets hatten natürlich auch ein Interesse. Aber das kennt jeder Pole. Das heißt, Polen wird verladen am Ende des Krieges auch. Und jetzt glauben die, die erzählen uns diese Horrormärchen von den massakrierten Polen und Juden, damit wir auf ihrer Seite aktiv werden und es von den Sowjets abwenden. Machen wir aber nicht, wir sind nicht so doof. Ja? Das ist die Situation, wo ich eine von den Sachen, das müssen Sie verstehen, was da passiert, um zu kapieren, was los ist, was sie wiederum für die Juden bedeutet. Man kann denen sogar zeigen, was sie mit uns machen. Sie machen nichts. Das interessiert sie nicht. Ja? Das ist der Punkt. Israel muss eine starke Armee haben. Jan Karski, also gucken Sie sich das an. Es ist wirklich, der Mann ist zerbrochen daran. Er ist derjenige, der die Chance hat, die Weltgeschichte zu ändern durch seinen Bericht, und er hat keine Wirkung. Und dann passiert 1947 und 48 das, die Nakba. Das heißt, die Israelis kriegen ihren Staat zugeteilt, und zwar von den Europäern. Das ist wegen unserer Verantwortung. Das läuft dann sozusagen, da gibt es, ich will jetzt nicht alle in den Einzelheiten, Sykes-Picot Agreement, wo gelogen wird, da kriegen die beiden Seiten kriegen unterschiedliche Texte und merken das nicht, um sie ruhig zu stellen. Es wird vorher, wird den Arabern gesagt, die Lawrence von Arabien, den Film, wenn Sie den kennen, das geht da drum. Kämpfen Sie mit uns gegen die Osmanen, dann werdet ihr hinterher unabhängig, nichts mit unabhängig. Während die erfolgreich kämpfen, werden die Länder schon zwischen Frankreich und Großbritannien und noch einigen anderen Ländern aufgeteilt im Hintergrund. Ja, das ist sozusagen die europäische Verlogenheit. Deswegen sage ich, wir haben eine Verantwortung dafür, für beide Seiten. Und dann werden von den Israelis, von Haganah, von Palmach, von Irgun, werden 700 bis 750.000 Palästinenser vertrieben. Man will das Land, das ist ein Flickenteppich mit diesen Siedlungen, will man für die Juden haben. Und das ist Nakba, Katastrophe heißt das. Das ist das, was die Palästinenser im Kopf haben. Also so wie ich Ihnen sagte, die Chinesen mit ihrer Demütigung, ist das Nakba, ist die Katastrophe, die werden vertrieben. Es ist eine Vertreibung, so sah das aus. Das sind echte Aufnahmen. So, und was dann passiert ist, dieser Mann hier wird von den Vereinten Nationen nach Palästina, Israel geschickt. Also Israel ist in dem ersten Krieg, in den die Araber angreifen, 1948, um das Ganze wieder rückgängig zu machen, ist es siegreich, und danach geht es aber mit konstanten Schwierigkeiten. Da sind die israelischen Streitkräfte sind noch nicht stark. Das ist keine Sache, wo klar ist, wer gewinnt. Und jetzt schicken die UN, schickt Graf Bernadotte, Volke Bernadotte, ein Schwede, um diesen Konflikt diplomatisch zu bereinigen. Volke Bernadotte ist Mitglied des schwedischen Königshauses und hat im Zweiten Weltkrieg in Nordeuropa irgendwas zwischen 20 und 31.000 Juden das Leben gerettet, durch Verhandlungen mit Himmler. Ein Mann, der einen immensen Ruf hatte. Er hat das durch geschickte Diplomatie, hat er Menschenleben gerettet, weil für die Deutschen, das war Himmler, ging ja schon in Richtung eines Separatfriedens mit dem Westen, und das hat Volke Bernadotte genutzt, um Juden zu retten in Europa. Weiße Busse, das ist sowas, kennen vielleicht einige. Volke Bernadotte wird hingeschickt, und er sagt, die Lösung muss sein, dass die vertriebenen Palästinenser wieder in ihre Gebiete zurück müssen. Und die Trennung, die festgelegt ist 1997 von der UN, Israel teilweise, zwei Staaten, Palästina, Israel, das müssen wir durchführen. Und was passiert ist, dass Volke Bernadotte wird ermordet von Lehi, einer Gruppe, Widerstandsgruppe der Israelis. Und einer der Anführer ist Yitzhak Shamir. Hier in der Mitte, der hat diesen Mord an dem UN-Gesandten mitgeplant. Der wird nachher Präsident. Das ist einer der Gründe, warum in Schweden die Situation, wie sich Schweden zu Palästina und Israel stellen, hat eine andere Grundlage als in allen anderen europäischen Ländern. Das ist ein Mitglied des Königshauses, der Juden gerettet hat, wird von einer Terrororganisation ermordet. Und dann gibt es einen fingierten Gerichtsprozess, die Leute werden gesucht, sie werden verurteilt, kommen nie ins Gefängnis, sondern das ist hier Yitzhak Shamir, ja? Also der Chef der Terror, sozusagen, wenn Sie so wollen, Osama Bin Laden wird Präsident vom Land. Oder Yasser Arafat ist ähnlich, ja? Aber das ist sozusagen die Situation, vor der dann die UN auch steht. Und die UN hat das auch bis heute nicht
gefuttert. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gehört haben. Ich hatte es nicht gehört. Ich habe es dann gelesen, aber es geht noch weiter. Und der Mörder von Volker Bernadotte wird der Leibwächter von Ben-Gurion, vom Staatspräsidenten. Ja, und jetzt geht es noch weiter. 1958 kommt Dag Hammarskjöld, der wahrscheinlich beste Politiker, den es jemals auf diesem Erdball gegeben hat. Ein absolut ehrenwerter Mann, kommt nach Israel zu seinem ersten Staatsbesuch und es gibt ein Dinner und er wird neben diesem Mann, Yeshua Cohen, den Mörder von Bernadotte gesetzt. Sie setzen ihn bei dem Dinner, den Dag Hammarskjöld, Schwede, UN-Generalsekretär, neben dem Mörder und er erfährt es hinterher. Und dann können Sie sich, was machen Sie? Jetzt können Sie sich denken, warum wird das gemacht? Ja, das ist ja nicht, kriegen Sie nicht einen Zettel dazu. Das heißt einmal, wir können das machen, wir machen das, wir sind so. Und wenn du uns querkommst, machst du hier den zweiten Volker Bernadotte. Und die Reaktion von Dag Hammarskjöld war, dass er gesagt hat, ich werde dieses Land nie wieder betreten. Habe ich auch noch nirgendwo gehört, irgendwo in unseren Medien. Das ist sozusagen, Sie sehen, was wir mit welcher, wenn Sie so wollen, Entschlossenheit oder auch terroristischen Ruchlosigkeit. Ja, das ist, Sie machen Christian Klar zum Bundespräsidenten und setzen ihn neben die Witwe von Erich Ponto. Ja, sowas in der Art. Also stellen Sie sich's bitte vor. Das ist doch ein Affront, wo klar ist, man macht den Affront auch um des Affronts willen. Ja, das ist so, sozusagen UN, ihr Arschlecken. Ja. Dann, das ist aus einer, ich habe diese, das sind Infos aus einer israelischen Zeitung, die dann sagen, Bernadotte hatte eben vor, Maßnahmen durchzuführen, nämlich die Rückbesiedlung der Palästinenser, die unerträglich waren. Er war eine Puppe der Briten und Amerikaner und so weiter. Also es war vollkommen richtig, ihn zu erschießen. Ja? Und wie gesagt, die Leute, die das gemacht haben, sind nie zur Verantwortung gezogen worden. Ja? Sondern man hat sie, er wird eben Leibwächter vom Staatspräsidenten geplant. Okay. Noch etwas, jetzt kommen wir weiter. Das ist aus meiner Beschäftigung damit. Es gibt eine Merkwürdigkeit, nämlich in Jerusalem gibt es ein Jim Angleton Corner, ein Denkmal für den Gegenspionagechef der CIA. Überlegen Sie mal, wie viele Denkmäler für einen Spionagechef eines anderen Landes in einem Land kennen Sie? Es gibt sogar zwei. So, warum ist das? Wird nicht erzählt, so sieht das aus. Ja? Also ist dann mit so einer Tafel, das sind Haine, da gibt es welche für Staatsgründe, gibt es vier solche Haine und einer ist für James Jesus Angleton. Wenn Sie jetzt, wir haben jetzt 60 Jahre Kennedy gerade, dann ist es sehr interessant, sich mit Angleton zu beschäftigen, welche Rolle der dabei gehabt hat. Da will ich aber gar nicht jetzt drauf rein, sondern Angleton ist jetzt auch etwas, was man verstehen muss. Als die Israel gegründet wird, ist es nicht in Allianz mit den Amerikanern. Es ist in Allianz mit der Sowjetunion. Die Sowjets glauben, dass Israel ein sozialistischer Staat wird. Sie kennen das mit Kibbutz, diese Geschichten, also urkommunistische Verhältnisse. Die Sowjets haben Israel sofort anerkannt und sie haben es über die Tschechen mit Waffen versorgt. Tschechoslowakei war damals offiziell neutral, war natürlich schon eingebunden seit 1948, war sozusagen nur eine Frage der Zeit. Und die Israelis 1948 kriegen ihre Waffen, übrigens Messerschmitt Me-109, die in der Tschechoslowakei gebaut wurden, kommen dann, das sind die ersten Flugzeuge für die israelische Luftwaffe, deutsche Schusswaffen. Die Tschechen produzieren, sind als die Skoda-Werke haben im Zweiten Weltkrieg für die Deutschen Waffen produziert, das machen sie weiter und die Sowjets schicken das nach Israel. Die Bewaffnung von denen, weil Stalin hofft, dass die Sowjetunion ein sozialistischer Staat wird und Teil von ihrer Ausrichtung. So wie sie sich benehmen, sie sind auch antikolonial. Die Israelis bilden afrikanische Polizisten aus zum Beispiel, haben also am Anfang eine starke antikoloniale Tradition, oder nicht Tradition, sondern so positionieren sie sich. Wir wissen, wie das ist, wenn man kein Land hat, wenn man unterdrückt wird. Wir helfen uns jetzt gegenseitig. Ja? Und jetzt Angleton. Warum Angleton? Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist der Grund, warum die Israelis sich mit den, die Amerikaner mit den Israelis eigentlich gut stellen wollen, ist
dass es nicht so wichtig ist. Viel wichtiger ist, dass sie sich mit den Saudis gut stellen und mit den anderen, die Erdöl haben. Israel hat kein Erdöl, das hat nicht viel zu bieten. Es hat Verbindungen über die Juden in den USA, die sind eine wichtige Minderheit, aber zu bieten haben sie nichts. Das heißt, die Israelis sind von den Amerikanern, werden am langen Arm gehalten. Ja? Und das ändert sich Mitte der 60er Jahre. Und der Grund ist, dass James Jesus Angleton war befreundet mit Kim Philby, wer das kennt, dem Chef vom MI6, des britischen Geheimdienstes. Kim Philby gehörte zur Gruppe Cambridge Five. Das waren die Top-Leute des britischen Auslandsgeheimdienstes, die alle fünf für den KGB gearbeitet haben. Die waren Maulwürfe. Das heißt, James Jesus Angleton verbringt den Zweiten Weltkrieg mit seinem guten Freund Kim Philby, der die ganze Zeit für die Sowjets arbeitet. Und dann kommen die denen langsam auf die Spur und dann hauen die ab und dann ist Kim Philby in Moskau. Und Angleton hat damit zu tun, dass er mit diesen Leuten, seinen engsten Vertrauten, das waren Verräter. Und er wird paranoid. Er wird sogar am Ende entlassen, weil er klinisch paranoid ist. Aber er sucht ab jetzt nach Maulwürfen und er glaubt, dass die CIA durchsetzt ist mit sowjetischen Agenten und sucht an jeder Stelle nach Maulwürfen. Zum Beispiel, das ist im Zusammenhang mit Lee Harvey Oswald, der ja wahrscheinlich ein Doppelagent war, der in die Sowjetunion geschickt wurde. Und dann gibt es eine sogenannte 201-Akte und dann sucht Angleton, wartet, wer diese Akte anfordert. Weil er denkt, wir haben den rübergeschickt, der arbeitet jetzt für beide Seiten. Und wenn jemand innerhalb der CIA die Akte von Lee Harvey Oswald anfordert, dann werden wir uns den angucken, ob er mit den Sowjets was zu tun hat, ob er ein Maulwurf ist. Das heißt, diese Art von Denke geht in Herrn los und er hat das Problem, dass er nicht in der Lage ist, in die sowjetischen Geheimdienststrukturen einzudringen. Kommt nicht weiter. Was er aber erst am Anfang, als er anfängt, der ist eigentlich Literaturwissenschaftler, deswegen ist er auch gut im Ausdenken von solchen ziemlich verschnörkelten Geschichten und ist eher antisemitisch. Aber dann lernt er die sowjetischen Juden lieben, weil die sowjetischen Juden, als es Israel gibt, haben Verbindung mit den israelischen. Da geht es ja darum, ob man rübergeht in das Land. Ja, das heißt, dort kriegt er, die sind oft viele von ihnen sind in wissenschaftlich wichtigen Positionen. Und das ist für ihn die Möglichkeit, über die Sowjetunion zu erfahren. Seine beste Möglichkeit, über die Sowjetunion geheimdienstlich informiert zu werden, ist über diese Leute. Und das nutzt auch der Mossad. Und so wird die Bedeutung von den Israelis nicht mehr Erdöl, sondern Informationen über die Sowjetunion. Und deswegen geht Angleton eine strategische Beziehung mit Israel ein. Also das heißt, für die Israelis ist das auf einmal sind die Amerikaner auf ihrer Seite. Vorher sind sie, die Sowjets sind sozusagen mittlerweile bei den Arabern eher, aber haben sie eine Möglichkeit, sie haben einen neuen, der ihnen hilft. Man muss das ja auch so sehen, das Land ist nicht mächtig. Da kriegen zum Beispiel Mirage-Jäger im Sechstagekrieg und dann sagen die Franzosen hinterher, aber ab jetzt gibt es keine Triebwerke und Ersatzteile mehr. Also die sind ständig sozusagen, es ist ein Kampf, ob es weitergeht. Also sehen Sie es von beiden Seiten, gehen Sie in beide Schuhe rein. Und dann kommt jetzt James Jesus Angleton und dann kommt es, dass die Israelis in der Lage sind, eine Atombombe zu bauen. Das kommt, Kennedy versucht das zu verhindern. Als Kennedy tot ist, ist Lyndon B. Johnson ist 180 Grad entgegengesetzt, geht das wunderbar los. Und dann kommt Angleton und dann wird zugeguckt, dass Israel eine Atombombe bekommt. Es ist sogar so, dass sie später Abkommen gibt, dass die Israelis die Sowjetunion angegriffen hätten mit F-4, mit Phantoms in One-Way, also in Kamikaze, wenn Sie so wollen, Mission. Die wären nicht zurückgekommen. Richtung Odessa zum Beispiel. Odessa zu Kiew heute, also das heißt Ukraine zu bombardieren. Die werden wichtig und damit ist, dass die Amerikaner weggucken, dass die Israelis eine Atombombe bauen. Sie versuchen, jedes dieser Länder versucht zu verhindern, dass einer neu in den Club dazukommt. Aber die Amerikaner gucken beiseite. Die Franzosen haben ihnen sogar geholfen, die zu bauen. Und wie ich sagte, Deutschland hat es finanziert. Und zwar deswegen, weil Deutschland selber Atombomben haben wollte. Strauß und Adenauer hatten die Planung, Deutschland zum Atombombenstaat zu machen, weil sie ähnlich wie die Gaulle nicht darauf vertrauten, dass die Amerikaner im Falle eines Krieges Washington für Bonn opfern würden. Eher umgekehrt. Das war der Ausdruck von de Gaulle.
Sie werden nicht Washington für Paris opfern, aber Paris für Washington. Also müssen wir selber in der Lage sein, uns zu schützen. Und jetzt geht es los in einem großen Deal zwischen Adenauer und de Gaulle. Der de Gaulle bietet an, eine gemeinsame Verteidigungsallianz. De Gaulle verlässt die NATO, wenn Sie das noch im Kopf haben, geht raus. Ja? Und er sagt, wir können ja zusammen, können wir uns jetzt, ihr kriegt die Verfügungsgewalt über unsere Atombomben, wenn wir zusammen eine Verteidigungsallianz aufbauen. Adenauer ist derjenige, der unbedingt mit den Amerikanern zusammenarbeiten will, die Westbindung. Für ihn ist zum Beispiel die Wiedervereinigung, das muss man auch so etwas, ist kein Thema der Konservativen, ist ein Thema der Linken. Und für die Konservativen Adenauer ist wichtig dieser Schulterschluss mit den Amerikanern, die Westbindung. Und Leute, die daran arbeiten, an einer Wiedervereinigung, sind gefährlich und müssen geheimdienstlich beobachtet werden, weil sie verhindern, dass man, kommt die Wiederbewaffnung, kommt Reinhard Gehlen, dessen Abteilung Gehlen umbenannt wird, ist eine CIA-Abteilung, wird umbenannt in BND. Und raten Sie mal, mit wem die hinterher weiter zusammenarbeiten. Gehlen ist so verräterisch, dass er anbietet, gegenüber Critchfield, seinem CIA-Agenten, der für ihn zuständig ist, im Falle, dass die SPD und die FDP gewinnen, die FDP ist rechtsliberal, ziemlich stark mit Nazis durchsetzt in dieser Zeit, aber auch für eine Wiedervereinigung. Für den Fall, dass die SPD und die FDP eine Koalition aufstellen und eine deutsche Wiedervereinigung mit der DDR anstreben, hat Gehlen einen Putsch den Amerikanern angeboten. Das können Sie schriftlich in den Unterlagen nachlesen. Wäre auch mal gut, wenn das gebracht würde. Der arbeitet an jeder Stelle, der arbeitet noch nicht mal für seinen konservativen Bundeskanzler, er arbeitet für die Amerikaner. Es gibt noch mehrere andere Sachen. Die Spiegel-Affäre, ja, ist, wenn Sie wissen, das ging um den Artikel, bedingt abwehrbereit, dass die Bundeswehr nicht in der Lage ist, ihre konventionellen Verteidigungsaufgaben zu erfüllen, weil Strauß und Adenauer dabei sind, eine Atombombe rumzubasteln. Also wird vom BND durchgestochen an den Spiegel, die Information, dass das nicht funktioniert, um die Bundeswehr dazu zu bringen und Adenauer, dass sie an die Stelle konventionelle 500.000-Mann-Armee, was die Abmachung ist, rein. Die Nuklearwaffen haben ja die Amerikaner. Das ist also eine Sache, die anders aussieht, als wir das auch erzählt bekommen. Gucken Sie sich das an. Der Staatsanwalt, der die Sache geleitet hat, war Buback. Und der hat dort mitbekommen, als Staatsanwalt, dass der deutsche Geheimdienst mindestens zwei Gesichter hat. Und kriegt das wieder mit in seiner Zeit mit Guillaume und Brandt, wo die Tatsache, dass es einen Agenten gibt, nicht an Brandt gemeldet wird, sondern das behält der Geheimdienst für sich. Damit hat er sozusagen Brandt, muss nur kräftig zudrücken. Das ist ein interessanter Sonderfall mit Buback. Aber Buback ist derjenige, der diese Spiegel-Affäre als Staatsanwalt betreut. Und er steht kurz davor, dass er die Unterlagen findet im Tresor beim Spiegel, wo dann klar ist, dass sie vom Oberst Martin vom BND das gekriegt haben. Der Spiegel wird kurz vorher gewarnt, entfernt die Sachen und damit ist die Anklage von Landesverrat ist nicht durchsetzbar. Also gucken Sie sich die Sachen mehrmals an, von verschiedenen Blickwinkeln. Das kriegt eine andere Variante. Also das heißt, und warum wollte, also das habe ich Ihnen erklärt, warum Adenauer das wollte. Und jetzt hat Adenauer, es gibt ein ZDF-Interview, da sagt er, das würde heute sofort als antisemitisch durchgehen, sagt er, die Juden sind in den USA sehr mächtig und ist wichtig, dass wir uns mit ihnen gutstellen. Und deswegen arbeitet er, also das Kalkül ist, auf der einen Seite können die Juden in Israel können eine Atombombe produzieren und über Bande, wenn die Deutschen mithelfen, können sie davon partizipieren und vielleicht auch dort mitkriegen. Und es ist eine Sache, die gleichzeitig die Schuld abträgt und ein neues Verhältnis zwischen Israel und Deutschland aufführt. Das, was wir jetzt haben, die Existenz Israels ist Staatsräson. Das heißt, es kippt um. Hat interessante Folgen. Der Mann, der gegen Ben-Gurion antritt dabei, der kriegt jetzt mit, die Israelis kriegen Waffen von den Deutschen, kriegen Schiffe, die kriegen Panzer. Und Ben-Gurion und Shimon Peres und David Bergmann, das ist der wissenschaftliche Kopf, wollen eine Atombombe. Das israelische Militär will keine Atombombe. Dann kein Wolkenkuckuckshahn. Nicht 300 Millionen oder eine Milliarde ausgeben für etwas, was vielleicht in einem Jahrzehnt funktioniert. Wir brauchen jetzt Flugzeuge, Tanks, Schuhe, Panzer, Gewehre, Sachen, die mit jemandem jetzt kämpfen kann. Das Militär war dagegen.
Ben-Gurion, Peres, und das war deren Plan, die Lebensversicherung für den israelischen Staat. Man nennt Israel ja auch One-Bomb-Country. Also eine große thermonukleare Waffe würde genügen. Ja? Und das heißt, das ist die Situation, in der die Israelis sagen, wenn wir die Ersten sind. Da hatte ich ein Zitat, was ich aus der Arte-Version rausnehmen musste. Da sagte Ben-Gurion, wenn die amerikanischen Juden in der Lage waren, den Amerikanern eine Atombombe zu bauen, dann werden wir doch auch in der Lage sein, für uns eine Atombombe zu bauen. Ich weiß nicht, warum ich den rausnehmen sollte. Es ist ein Zitat, und es ist, aber sei es wie es sei. Also das heißt, die arbeiten daran. Das ist eine weit gestreckte Sache. Und jetzt ist Ben-Gurion arbeitet mit Adenauer zusammen, weil Adenauer ihn unterstützt. Sie haben beide ähnliche Interessen. Und in Israel ist es so, dass der Mann, der dagegen protestiert, ist Menachem Begin. Der macht die größten Demonstrationen, die es jemals in Israel gegeben hat, gegen dieses Blutgeld, wie er es nennt. In den Pässen in Israel stand damals gültig für alle Länder, außer für Deutschland. Also das heißt, und Menachem Begin weiß natürlich nicht, warum Ben-Gurion mit Adenauer zusammenarbeitet. Menachem Begin, der aus Weißrussland stammt, also da beim Brest ist, glaube ich, das Haus. Ist okay. Also das heißt, da kommt er her. Der hat betrachtet das als Verrat. Er sagt, kein Blutgeld für Israel. Ja? Und er weiß nicht, dass... Und Ben-Gurion ist auch in der tragischen Situation, weil er kann es ja nicht einfach erzählen, was er da macht. Er kann nicht sagen, wir sind am Zusammenarbeiten in Richtung Atomenergie und sind da sozusagen unterwegs und die helfen uns jetzt in Atombombe. Kann er auch nicht sagen. Also das heißt, das ist eine interessante Situation, wo Menachem Begin seine politische Karriere damit bereitet und Ben-Gurion nicht hinterher kann. Das ist so, und die Deutschen, wie gesagt, bezahlen das, aber für sie hat es nichts genutzt. Das heißt, es sind ja einige Länder, Frankreich hatte die Atomwaffen, Italien war auch interessiert, die Schweiz übrigens auch, Schweden hat sogar ein Atomwaffenprogramm gehabt. Das ist von Palme dann an Indien gegeben worden. Das sind alles Sachen, wo sie nichts drüber erfahren. Ich hatte mal ein Interview gemacht für meinen letzten Film mit dem, der war dabei, der bedeutendste israelische Militärhistoriker, Martin von Krefeld. Und der hatte mir gesagt, denken Sie dran, wenn Sie zu Atomwaffen recherchieren, müssen Sie dran denken, bei Atomwaffen, und Sie reden mit einer offiziellen Stelle, lügt jeder, mit dem Sie reden, zu jedem Zeit mit jeder Information, die er Ihnen gibt. Das ist sozusagen der Bereich, wo Sie gar nichts erfahren. Wäre eigentlich für Journalismus ideal. Ja? Wenn Sie, also wer alles, Japan hat wahrscheinlich fertige Atombomben, die Sie auseinandergebaut haben. Sodass Sie sagen können, wir haben keine Atombombe, die haben Sie beim Keller, die müssen Sie nur zusammensetzen, die sind sehr wohl in der Lage. Südkorea, Taiwan redet darüber. Also die Zahl der Länder, die an so einem Projekt gearbeitet haben, eben auch die Schweiz. Ja? Und dann ist immer die Frage, nützt das was? Bringt das wirklich was? Das ist eine Sache, wo es komplex wird. Wird aber nie verhandelt, weil das kein Thema ist, über das man reden kann. Die Israelis haben jetzt zwei Atombomben und die sind aber groß und unhandlich. Die können sie nicht mit Flugzeugen transportieren. Und sie greifen im Sechstagekrieg an, kurz nachdem sie diese beiden Atombomben haben. Heißt nicht unbedingt, dass es der Anlass ist, warum sie das machen, aber es ist eine Absicherung. Sie können Kairo und Damaskus in die Luft sprengen und dafür werden zwei Selbstmordkommandos vorbereitet mit Lastwagen. Die hätten diese Bomben mit dem Lastwagen in die Städte gefahren und mit den Leuten an Bord gezündet. Also die bereit wären sich dafür. Bitte, mein Kollege Peter Hannem, übrigens einer von den Ritter in der Tafelrunde. Peter Hannem ist derjenige, der die Mordechai Vanunu-Geschichte rausgebracht hat. Wird dazu den nächsten Buch bringen. Einer der besten Journalisten, die ich jemals kennengelernt habe. Dann sehen Sie hier, das ist in die geheime Zeremonie. Das ist noch J. Jesus Angleton. Deswegen wird Angleton gefeiert in Israel, weil er diese ganze Entwicklung der Nuklearwaffe, der Einbindung mit den USA, das hat er möglich gemacht. Wäre eigentlich ein schönes Doku-Thema. Ja? Wenn man Dokus machen würde, die Inhalt hätten. Nicht immer das Gleiche. Dann ist jetzt noch etwas, die Liberty, wenn Sie das kennen, die Amerikaner haben ein Spionageschiff im Sechstagekrieg vor der israelischen Küste und dieses Schiff wird von den Israelis angegriffen und nur durch ein Wunder ist es nicht gesunken. Außerdem haben die israelischen Kräfte, die es angegriffen haben, alles getan, damit niemand überleben kann. Sie haben die ersten Toten und Leute versuchen, sich zu retten mit Schlauchbooten, zerschießen sie die Schlauchboote im Wasser.
Sie greifen mit Torpedobooten an. Es gibt einen Treffer. Also das ist wirklich ein Wunder, dass das Schiff nicht gesunken ist nach diesem Treffer. Der reißt ein Riesenloch in die Seitenbordwand. Und die Frage ist bis heute, warum zum Teufel greifen die Israelis in dem Moment, wo sie in eine strategische Allianz gehen, ein amerikanisches Spionageschiff ein? Und dann gab es Untersuchungen dazu. Und diese Untersuchungen sind so, das war übrigens der Vater von John McCain, der da mit dran war. Das war ein wesentlicher Anteil. Sind absolut darauf ausgelegt, nichts. Also man hält den Deckel drauf von beiden Seiten. Das ist bis heute einer der interessantesten Fälle, warum man den Deckel drauf hält. Da ist irgendetwas, hat nicht geklappt. Und die Annahme, die von Peter Hannem kam, die ist in dieser BBC-Doku, die ich Ihnen empfehle, Dead in the Water, eine hervorragende Dokumentation, sowas würde heute nicht mehr gedreht werden, sagt er, dass die Planung war, dass das Schiff versenkt wird, den Ägyptern das in die Schuhe geschoben wird und die Amerikaner mit zwei taktischen Nuklearwaffen die Araber angreifen, Kairo und Damaskus, als Gegenschlag gegen die Versenkung dieses amerikanischen Schiffs mit Mann und Maus ohne Überlebende. Und jetzt kommt dieses Schiff zurück. Das erklärt er, er gibt dafür gute Belege, zum Beispiel das von der USS America, die da war, sind bereits 4 Flugzeuge mit Nuklearwaffen gestartet, mit scharfen Nuklearwaffen. Das macht man normalerweise nicht und auch schon gar nicht in der kriegischen Situation. Gucken Sie sich die Doku an, BBC, also nicht im Geruch. Das ist eine Zeit, wo die BBC ziemliche Hammersachen gemacht hat auf dem Sektor. Hannem hat dazu eine ganze Reihe von weiteren Indizien. Zum Beispiel hatten die Amerikaner ihre B-52-Einheiten bereits in Alarm versetzt. Und die waren, er hat einen von den Piloten interviewt, der China angegriffen hätte, wenn es zu diesem Konflikt gekommen wäre. Die waren bereit, also nicht sofort, aber die waren bereit, um China anzugreifen. Das ist eine von den Absurditäten, dass die Amerikaner eine strategische Planung hatten, die im Falle eines Konfliktes zwischen Sowjetunion und USA hätten sie China vernichtet, egal wie sich China verhält, damit es nicht als lachender Dritter übrig bleibt. SEOP 62 heißt das, können Sie auch nachgucken. Also das ist ein Rätsel bis heute. Ja, es gibt dafür eine ganze Reihe Bücher. Das Beste ist aus meiner Sicht von Peter Hannem, das heißt Operation Cyanide, das war der Deckname dafür. Was ist denn das? Ja, Unternehmen Blausäure. Ja, also für so eine... Was ist das? Ja? Okay, also diese Doku, gucken Sie sich das also an und jetzt kommt noch etwas. Sie haben vielleicht gehört, dass Netanyahu von Amalek gesprochen hat, also dass er die Hamas als Amalek bezeichnet hat. Amalek ist der Erzfeind des israelitischen Volkes, also wir reden hier von 3000 Jahre zurück oder 4000 oder 5000, also Ägypter, Pharaonen. Und die sollten mit allem ausgerottet werden. Das heißt, um Gott zu gefallen, müssen die Amalekiter mit Stumpf und Stiel, mit dem Vieh, steht sogar da mit den Kamelen, ausgerottet werden. Und dann gibt es hier diesen Text, der sagt, wenn Israel das nicht tut, wie es in der Bibel angegeben ist, da sagt dieser Autor Ben Elahir, das sind jetzt rechte religiöse Israelis, ist von 2015, ich sage Ihnen aber gleich warum, in Hebräisch, dann werden sie eine schwere Strafe bekommen und fast komplett zerstört werden. Und das Unheil wird über sie kommen und nur wenige werden gerettet werden. Also das ist sozusagen religiös hinterlegt mit Armageddon, wo Sie ja dran denken müssen, falls Sie es nicht kennen, Armageddon heißt dann die zweite Wiederkunft Christi. Und das ist sogar für die Muslime, ist das in der Prophezeiung, dass dann der Messias kommt für die Juden. Für die Christen nach dem die Wiederkunft Christi und sogar bei den Muslimen ist es dann, dass ein Messias erscheint. Ja, also das ist sozusagen, deswegen gibt es eine Reihe unter diesen religiösen Fanatikern, die gerne möchten, dass Armageddon kommt, weil sonst geht es ja nicht weiter. Ja. Was ich Ihnen zeigen wollte, ist ein Artikel in einer israelischen Zeitung. Verstehe ich jetzt nicht, okay, suche ich gleich raus, habe ich auf jeden Fall. Da steht, wir müssen die Amalekiter vernichten, 30 Atombomben auf Deutschland und 30 Atombomben auf den Iran werden die Sache erledigen. Dann habe ich gedacht, das ist interessant. Ne? Wie lange gilt eigentlich das Existenzrecht Deutschlands? Also das sind jetzt nicht typische, das ist nicht die Regierung, das ist nicht offiziell. Das sind Gruppen, aber die können das sagen und es wird darüber gesprochen, aber nicht bei uns. Ja, also das heißt, es wird gesagt, die Amalekiter,
Das ist Deutschland wegen der Judenvernichtung. Das ist nicht gesagt, das ist jetzt meine Interpretation. Weswegen sonst? Jetzt sind wir ja die besten Alliierten von ihnen. Und die Iraner, damit sie die Bombe nicht kriegen. Aber da wird das genauso geschrieben. Also mit einem Atompilz als Bild wird gesagt, wir müssen die Amalekiter und 20 Bomben oder 30 auf Deutschland, 20 oder 30 auf Iran und die Sache ist erledigt. Vielleicht habe ich es irgendwo versiebt. Ja. Das Zweite, das war der Teil unter Jimmy Carter. Sitzen Menachem Begin und Anwar al-Sadat zusammen und beraten über einen Frieden im Nahen Osten. Und es geht voran. Und in diesen Verhandlungen wird Jimmy Carter darüber informiert, dass im Südatlantik, also Südafrika Richtung Südpol, guckt man sich jetzt nicht so oft in Karten und auf dem Globus an. Also da ist Südamerika geht noch weiter runter, aber da gibt es Südafrika und dann kommen da runter, das nennen die Seeleute Roaring Forties, die 40er Breitengrade, kalt, kalt, kalt sozusagen runter. Und in diesem Gebiet hat es eine Nuklearexplosion gegeben. Und man ist sicher, dass es eine Nuklearexplosion ist, weil diese zwei Hügel dort sind, diese zwei Huppel, das ist das Zeichen, auf das die Satelliten gehen, wenn sie danach suchen. Dieser Doppelhügel, der ist gefunden und wer zum Teufel macht im Südatlantik, weit, weit weg von Südafrika, eine Nuklearexplosion mitten im Meer? Das war Israel, um den Südafrikanern anzubieten, sie in die Lage zu versetzen, bei ihrem Atombombenprogramm erfolgreich zu sein. Südafrika hatte 6,5 Atombomben am Ende 1989. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Südafrika, kommen wir jetzt auch gleich noch dazu, ist Atommacht gewesen. Und jetzt kommen wir, und die Israelis haben ihnen dabei geholfen. Proliferation. Ja? Also das heißt, das, wofür anderswo Kriege geführt werden, läuft darunter weg. Und jetzt kann ich sogar gut verstehen, der hat jetzt die Israelis und die Ägypter am Verhandlungstisch, die sind dabei, Frieden abzuschließen, torpediere ich das durch die Nachricht, dass es da eine Nuklearexplosion gab. Ich kann verstehen, dass er es nicht macht, dass er sagt, das, was wir jetzt machen, ist wichtiger für die Zukunft. Das ist denn Verantwortungsethik, ja? Über die Folgen nachzudenken, was die Handlung rausführt. Aber was eben da ist, und das wird auch nie erwähnt, dass Südafrika, der Apartheidstaat Südafrika, arbeitet in Sicherheitsbelangen, biologischen Waffen, chemischen Waffen, atomaren Waffen, eng mit Israel zusammen. Weil beide Staaten sagen, wir werden von braunhäutigen Terroristen bedroht, die uns ermorden wollen. Die UN hat uns nicht lieb und wir müssen uns dagegen wehren. Und wir sind gute Freunde. Jetzt ist die Sache noch komplizierter, weil die Juden in Südafrika haben eine Sondersituation. Sie gehören zur Herrenrasse. Sie sind Weiße. Also nicht wie sonst Underdogs, sondern in dieser Schicht drin. Und trotzdem sind die Juden gespalten. Es gibt eine ganze Reihe von Kommunisten unter ihnen. Und es gibt zwei Gruppen. Die eine Gruppe sagt, wir sind unterdrückt, solange es uns gibt. Wir werden uns nie auf die Seite der Unterdrücker stellen. Wir werden uns mit dem ANC gegen die Unterdrücker stellen, um sie in die Freiheit mit reinzuführen. Das ist unsere Aufgabe als Juden. Und die anderen können Karriere machen im Sicherheitsapparat mit Südafrika, was Atommacht werden will, was alles herstellt selber. Und die Israelis haben viel zu bieten in Waffentechnik. Mittlerweile der 10. größte Waffenproduzent der Welt. Mittlerweile, damals noch nicht. Ja. Und dann gibt es Verhandlungen. Es gibt Verhandlungen darüber, die Israelis haben eine Rakete, die von Franzosen, von Marcel Dassault, eigentlich Marcel Bloch heißt der, der ihnen hilft, die erste Mittelstreckenrakete, die einen Nuklearsprengkopf hat, zu entwickeln. 1973 im Yom Kippur-Krieg, als Israel fast verliert, also in Gefahr ist, dass die Existenz aufhört von Israel, schieben die Israelis diese Waffen, die Atomraketen vor die Bunker. Die Amerikaner fliegen mit SR-71, mit diesen Aufklärungsflugzeugen drüber und sehen, da sind Raketen mit scharfen Nuklearwaffen. Und die Drohung ist, Israel hat fast keine Munition mehr. Und die Drohung ist, wenn wir verlieren und wir untergehen, dann wird Armageddon losgehen. Und Kissinger sorgt dann dafür über Diplomatie, dass die Israelis mit allem ausgestattet werden, was sie an Waffen brauchen. Die Israelis kommen aus dieser Situation raus. Es war kurz vor knapp,
Moshe Dayan soll rumgelaufen sein in Panik, Golda Meir nicht, Moshe Dayan, und gesagt haben, das ist das Ende des dritten Tempels. Er hat die Atomwaffen als den dritten Tempel. Also der dritte Tempel ist das, was ja jetzt gebaut werden soll in Israel. Also wenn Sie, kennen Sie das mit dem dritten Tempel? Okay, die meisten ja, wer kennt es? Dann höre ich, ja doch, das kennen viele. Gut, dann. Also das ist religiös hinterlegt. Das ist übrigens der Grund, warum das jetzt Al-Aqsa-Flut heißt, weil israelische Polizisten und Siedler, eine Gruppe von jüdischen Radikalen, in die Al-Aqsa-Moschee eingedrungen ist und dort Betende verprügelt hat. Also sozusagen ultimative Provokation. Ja, also das ist, okay, jetzt ist dieser Test und die Carter-Administration, wie hier steht, verschleiert das, aber mit einem guten Grund, wie ich finde. Also das ist sozusagen nicht böse, sondern wie kommen wir da weiter? Und was dann kommt, das ist hier im Guardian, dann kommen in Südafrika, werden die Archive geöffnet und es kommen diese Protokolle raus, sehen Sie Pik Botha, dann ist auch noch Peres auf israelischer Seite, die verhandeln und die Israelis bieten den Südafrikanern Wasserstoffsprengköpfe auf Raketen an, in drei verschiedenen Größen. Wo der Streit heute ist, ist das Angebot echt. Die Israelis sagen dann, ja, kann sein, dass die Israelis das in ihrem Archiv haben und dass das veröffentlicht wird jetzt, aber haben wir nie gesagt, die haben da was falsch verstanden. Ja? Das haben wir nicht gesagt. Und es wird dann gesagt, es gibt keine relevanten Beweise, die dazu geführt hätten, dass das gewesen ist. Aber auf jeden Fall sind die Israelis im südafrikanischen Nuklearprogramm aktiv geworden und haben dafür gesorgt, dass die Südafrikaner eine war halb freigestellt, Atomwaffen hatten dann. Diese Zusammenarbeit höre ich auch nie als Berichterstattung. Also ich höre mir, dass man Israel nicht als Apartheidstaat bezeichnen darf, was übrigens die drei großen Menschenrechtsorganisationen im Nahen Osten tun. Aber sie haben den Apartheidstaat zur Nuklearmacht gemacht. Finde ich, sollte man wissen. Das halte ich für jemanden, der sich für moralische Außenpolitik interessiert, für ein interessantes Argument, an welcher Stelle dort mitgearbeitet wurde. Das ist im Guardian veröffentlicht worden. Der Effekt war, weil in Südafrika die Archive aufgingen, da hatte ein amerikanischer Historiker, kommt übrigens in meinem Film vor, habe ich interviewt, Jascha Poljakow-Schuranski, der dann danach sofort bei der New York Times einen Job gekriegt hat, der hatte über den Freedom of Information Act, also eine Informationsfreiheitsanforderung, hatte sich diese Unterlagen kommen lassen und hat ein Buch, The Strange Alliance, super interessant, wo all diese Sachen, die ich Ihnen gesagt habe, in größerer Detailliertheit. Also denken Sie dran, die Juden in Südafrika sind teilweise auf der Seite von Mandela. Einer sitzt, sogar Goldman heißt er, glaube ich, sitzt neben Mandela in Robben Island an. Also nicht einheitlich, sondern aber je nachdem, wo man sich selber verortet. Man konnte richtig Karriere machen im Sicherheitsapparat. Das sind die südafrikanischen Atomraketen, die Südafrikaner selber gebaut haben. Die kann man im Museum sehen. Und diese beiden sind Nachbauten von israelischen Raketen. Spricht dafür, dass es da einen gewissen Informationsaustausch gegeben hat. Jetzt hatte ich Ihnen gesagt, Deutschland hat die Atomwaffen finanziert. Ich habe das in meiner Doku gezeigt durch ein Dokument, was im Rahmen des Eichmann-Prozesses durch ein Informationsfreiheitsgesetz freigegeben wurde, wo drin steht, dass Deutschland Israel über 10 Jahre jeweils 200 Millionen Mark pro Jahr zur Verfügung stellt. Also 2 Milliarden Mark in den 60er Jahren, ja, das sind Fantastilliarden, ja, 200 Milliarden Mark für den Bau einer nuklearen Entsalzungsanlage im Negev. Nuklear und Negev stimmt, Entsalzungsanlage nicht, das ist die Mona. Ja. Und das Einzige, was ich dazu finde, interessanterweise, ist von Hans Rühle, der war Staatssekretär im Verteidigungsministerium, und der hat diesen Artikel gemacht, hat Deutschlands Israel Atomwaffen finanziert? Fragezeichen, Antwort, ja. Der sagt ja. Und das wissen wir doch auch mittlerweile, ist wissenschaftlich gar nicht mehr umstritten. Haben Sie aber auch noch nie gehört. Ja, als ich das in meinem Film hatte, gab es Schwierigkeiten dafür. Das ist der Schluss von seinem Artikel mit den Erkenntnissen über die Aktion Geschäftsfreund. So hieß dieser Deal, ja, Strauß-Adenauer mit den Israelis.
ist die letzte bisher noch offene Lücke in den Informationen über die deutsch-israelischen Beziehungen geschlossen. Dass dies im Jahr der 50. Wiederkehr der Aufnahme diplomatischer Beziehungen möglich wurde, ist Zufall, erfüllt aber doch mit Genugtuung. Die deutsche Finanzhilfe zur Entwicklung des israelischen Nuklearwaffenpotenzials hat den Staat der Juden eine Überlebensgarantie besonderer Art gegeben, die den Urhebern der Aktion Geschäftsfreund zur Ehre gereicht. Dementi klingt anders. Ja. Jetzt will ich noch sagen, Vanunu, das hier ist Peter Hannem, der trifft auf diesen Mordechai Vanunu, der ist Techniker, nicht mehr, mag den Staat Israel nicht mehr, möchte auswandern, fängt an Philosophie zu studieren, arbeitet in Dimona und macht in Dimona Fotos von der Anlage. Und damit kommt er nach London, ist eine längere Geschichte in London, und dann kriegt der Peter Hannem, der selber Physiker ist, der Chefreporter der Sunday Times war, für die BBC arbeitet und so weiter, der kriegt diese Sachen auf den Tisch, und da steht jetzt drin, können Sie sich überlegen, glauben Sie das, da gibt es eine Anlage im Negev, die ist oben, sind das so kleine Hütten, aber die geht 6 Stockwerke unterirdisch runter, und in diesen Stockwerken wird das Plutonium hergestellt und die Bomben hergestellt. Unten drunter ist es Science Fiction. Klingt ziemlich wie Schizophrenie in einem mittleren Stadium. Ja? Und jetzt kann Peter Hannem sich überlegen, wie geht er damit um? Und er hat die Fotos und der guckt sie sich erst an. Und dann ist, sagt er, der Aufwand, um diese Fotos herzustellen, wäre sehr groß, und er holt sich Frank Barnaby, einen englischen Physiker, der am englischen Nuklearprogramm mitgearbeitet hat. Und die gucken sich die Unterlagen zusammen an und befragen Vanunu und sagen, Vanunu ist jemand, der nicht genau weiß, was dort passiert, aber alles, was er berichtet, ist absolut stringent richtig. Wir wissen heute, dass es richtig ist. Vanunu, dann gibt es 6 Seiten in der Sunday Times über diesen Scoop. Die Israelis haben einen Atomwaffen Lager, also wo sie Atomwaffen herstellen, in Dimona, veröffentlichen das, und es geht, die Hölle bricht los für die Sunday Times. Also sozusagen wird alles in Bewegung gesetzt, was es gibt, um das wieder den Geist in die Flasche zurückzukriegen. Funktioniert aber nicht. Und dann geht es darum, Vanunu erzählt Peter Hannem, er hat einen Museumsbesuch, hat er eine Frau kennengelernt. Und das ist toll, die hat ihn eingeladen nach Rom. Und Hannem sagt, pass auf, du weißt nicht, wer das ist, mit wem hast du es zu tun. Und Vanunu sagt, nee, ich habe sie angebaggert, nicht sie, mich. Ja? Und jetzt ist es so, dass die Frauen das besser wissen als die Männer. Als Frauen können sie das sehr gut so machen, dass ein Mann denkt, er hat angebaggert, aber sie haben einfach genügend Signale. So war das. Die Frau war CIA-Agentin, Mossad-Agentin, war verheiratet mit der gleichen Konstruktion, einem Mossad-Agenten. Sie lockt Mordechai Vanunu nach Italien mit Aussicht auf ein Wochenende. Er wird dort zusammengeschlagen, unter Drogen gesetzt und nach Israel transportiert und dann vor Gericht gestellt. Das ist das Foto. Mordechai Vanunu wäre nach Eichmann. Er wird bedroht mit der Todesstrafe für die Offenlegung. Er hat ja keine technischen Einzelheiten, sondern nur Israel hat Atomwaffen. Es wird überlegt, ob er zum Tode verurteilt wird. Er hat dann, ich glaube, 18 Jahre, 11 Jahre Einzelhaft oder sowas gekriegt dafür. Und Hannem versucht, Hannem findet raus, wer diese Frau war. Zweite Meisterleistung als Journalist. Er findet raus, wer die Frau war. The Woman from Mossad, das ist ein Buch von ihm. Absolut spannend, ja, wie er erklärt und das, den ganzen Hintergrund, wie er es schafft, ihr auf die Spur zu kommen. Polizei natürlich nicht, Geheimdienste auch nicht, aber Peter Hannem hat es geschafft. Und er sagt, Vanunu hat nie Geld bekommen für die Information. Das war eine Überzeugungstat. Also er versucht ihm zu helfen, wo er kann, besucht ihn auch. Ja. Ist dann bei diesem Verfahren, das ist das Foto, und dann wird er festgenommen vom LAKAM, heißt das, der israelische Geheimdienst, der die Nuklearwaffen schützen soll. Und zwar nicht festgenommen mit Handschellen, sondern die ziehen ihm aus dem Hotel, stoppen in ein Auto. Zum Glück haben es 2 Frauen von Amnesty International beobachtet. Und er kommt in ein Geheimgefängnis mit einem Sack über den Kopf, kommt dann in eine Zelle, 2x1 Meter, die schwarz angestrichen ist, mit Scheiße eingerieben ist von innen und Blut. Und ihm wird gesagt, du wirst hier nie wieder rauskommen. Das ist das Letzte, was du siehst, wird das hier sein.
Und das geht über, ich glaube, 2 Tage. Und dann geht intern, geht los, die BBC geht damit an die Öffentlichkeit, das britische Botschafter und sowas. Habe ich aus dem Film rausgelassen, tatsächlich, weil es zu viel wurde, weil es eine Sondersache ist. Aber deswegen ist Peter Hanem nicht mehr so gut, auf diesen Staat zu sprechen. Ja? Er ist dann rausgekommen, weil tatsächlich, er war spurlos verschwunden. Er wäre einfach weg gewesen, desparecidos, ja. Sondern weil entdeckt wurde, weil gesehen wurde, wie er, von wem er festgenommen wurde. Damit war die Sache, es war eine Sache, ist aber auch, ja, hier steht jetzt eben Spiegel, war Nuno-Interviewer, ist wieder frei. Also die haben wenigstens darüber berichtet. Aber das ist einfach so, und es gibt noch mehr Fälle in der Art, ich mache das aber kurz. Das ist ein Held des 6-Tage-Kriegs in Israel, dieser General hier unten, Yitzhak Yaakov, Yatzi genannt in Israel. Der berichtet in seiner Biografie darüber, wie er Israel im 6-Tage-Krieg hilft zu gewinnen, und er arbeitet an einem Projekt und schreibt darüber. Ich glaube, er nennt es The Big Project, also nicht genau, aber das reicht. Sie dürfen ja in Israel nicht darüber reden, dass Israel eine Atombombe hat. Und dann wird dieser Yitzhak Yaakov, der lebt in New York, wird nach Israel gelockt zum 70. Geburtstag, soll eine große Feier gemacht werden, dort wird er verhaftet, vor Gericht gestellt und kommt ins Gefängnis als Geheimdienst. Verpfeifer, ein Held des 6-Tage-Krieges. Ja? Daran sehen Sie, wie diese Variante, also in Israel, wenn Sie, als ich den Martin von Krefeld interviewt habe, hat er gesagt, ich sage vorab, das muss ich aufzeichnen, alles, was ich weiß, weiß ich aus fremden Quellen, weil Sie als Israeli mit Wissen nicht darüber reden dürfen. Das gibt richtig Schwierigkeiten. Es hat sich etwas geändert jetzt, es ist etwas weniger geworden, aber diese Strategie Amimut, dass man will, dass alle wissen, das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Welt, heißt das Buch Avner Kohn. Alle sollen wissen, dass sie Nuklearwaffen haben, aber sie werden es nicht zugeben. Damit können sie es politisch nutzen, ohne jede Art von Verantwortung. Es gibt keine Kontrollen. Keine Israelis haben Nuklearwaffen, die haben Biowaffen, die haben Atomwaffen, nirgendwo unten dran. Und niemand steht in der UNO und sagt, wenn sie hierher kommen, dann werden wir angreifen. Passiert nicht. Die Sachen sind, das ist eine Situation, wo eben viele sagen, okay, Doppelmoral des Westens. Ja? Wir kennen euch schon. Das ist eine weitere Sache. Ah, da ist es. Hier, Op-Ed, also ein Meinungsbeitrag, ruft dazu auf, dass Israel, Deutschland und Iran nuklear vernichten soll. 20 bis 30 nukleare Bomben werden sicherstellen, dass der Job erledigt wird, sagt ein Kommentar in einer mit einem rechtslastigen israelischen Nachrichtenseite. Also da habe ich es jetzt doch noch, habe ich zu spät rein. So ist es da gewesen. Und jetzt will ich Ihnen noch was zeigen. Das ist ganz frisch hier von Allensbach. Und dann sehen Sie, dass die, ganz anders als in den USA, wo ich Ihnen gezeigt habe, dass die junge Bevölkerung immer kritischer wird zur israelischen Außenpolitik, ist in Deutschland das so, dass Israels Außenpolitik argumentativ gewinnt. Welche Aussage stimmen Sie zu? Ein Land, das durch ständige Bedrohung von außen geprägt ist, das bleibt ungefähr gleich hier. Israel hält zu Unrecht Gebiete besetzt, die ihm nicht zustehen. Was nach UN, es gibt übrigens ungefähr genauso viel Resolutionen der UN zu Israel wie zu allen anderen Staaten zusammen. Aber keine einzige ist umgesetzt worden. Reden Sie jetzt mal mit einem konservativen Politiker, was passiert, wenn man Recht nicht durchsetzt, was die Konsequenzen sind. Ein Land, das einfach keinen Frieden finden will. Sehen Sie, das geht runter. Also das heißt, oder hier, Sorgen wegen Antisemitismus, Ausnahmefälle von 57 auf 34, das geht hoch. Das hören wir im Moment ja, sozusagen das Antisemitismus. Also das heißt, diesen Diskurs mit großem Erfolg gewinnt die israelische Staatsführung in Deutschland. Anders als bei den jungen Leuten in den USA. Also das ist nicht einheitlich. Konnten Sie auch sehen an Greta Thunberg. Ich habe Ihnen gesagt, in Schweden ist die Gesamtsituation zu Palästinensern, Israelis anders als bei uns. Greta Thunberg, also die Säulenheilige, Sie wissen alle wahrscheinlich, ich bin ja in Sachen Klima auf der offiziellen Linie, nicht auf der alternativen. Und dann wurde immer gefragt mit Greta Thunberg. Und jetzt können Sie es sehen, Greta Thunberg, also die quasi Heiligenstatus hat, äußert sich und sagt, wir müssen mit Gaza zusammenstehen. Das war das Foto. Warten Sie mal, das können Sie hier sehen. Hier, Stand with Gaza und Schluss mit lustig. Das reicht.
Also daran sehen Sie auch, dass sie nicht eingebunden ist an einen kompletten Apparat, sondern dass sie sozusagen, sie war nutzbar. Und jetzt sagt sie was anderes. Sie kommt immer und sagt, wir müssen Gaza, diese 20.000 Tote mittlerweile. Ja? Und das kann so nicht weitergehen. Es kann ja auch so nicht weitergehen. Also wenn man, es ist unmenschlich einfach. Ja? Die ganze Situation, also das, ich will noch dazu kommen, dass wir als Deutsche von beide Seiten, das ist das Einzige, was wir tun sollten, die Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass keine jüdische Mutter um ihr Kind Angst haben muss und keine palästinensische Mutter. Das sollte Deutschlands Aufgabe sein. Nicht die Unterstützung von etwas, sondern was wir tun können, um an der Stelle einzuschreiten und mit Geheimdiplomatie, mit Diplomatie, mit allem, was wir können, als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, weil wir haben auf beiden Seiten Leute, die uns zuhören. Wir hätten die Chance und wir haben die Verpflichtung aus unserer Geschichte. Das wäre eine Leistung, oder? Wenn wir das hinkriegen würden, eine Friedenskonferenz Nahost. Da wäre ich. Eher nicht. Das wollte ich dir zeigen. Oh my Greta, und dann steht, jugendlichen Vorbilder verbreiten über soziale Medien Israel-Hass und Antisemitismus. Ich wüsste jetzt nicht, warum ist das Israel-Hass und Antisemitismus, wenn man sagt, okay, also sie kriegt jetzt das ab. Daran sehen Sie, wie eng dieser Korridor ist. Sie können vorher vollkommen in, sozusagen überall die großartige Thunberg, Greta Thunberg, und dann kommt das und dann ist von einem Tag auf den anderen Schluss. Daran sehen Sie, wie Sachen sortiert werden bei uns. Und das ist das Letzte, was ich Ihnen zeigen will. Da geht das auch nicht. Das war hier. Nein, ich kann es nicht abspielen. Das ist, wenn Sie es kennen, in Sky News hatte ein Reporter, also der britischen Fernsehsendung hatte ein Reporter, den Naftali Bennett, ehemaligen Premierminister, Verteidigungsminister, Bildungsminister von Israel interviewt. Und der sagt, wir müssen diese Leute vernichten und so vernichten, wie die Briten Dresden vernichtet haben, dem Erdboden gleich machen. Das sind Nazis. Und dann sagt der britische Reporter, sagt, so gibt es bei uns aber doch sehr unterschiedliche Aussagen dazu, ob das richtig war oder sowas. Und er sagt, ihr habt die Nazis vernichtet, weil sie Nazis waren und uns wollt ihr das verbieten, wollen Sie mir das wirklich sagen? Und er dreht durch, also er dreht am Rad, er wird laut und schreit. Und das ist eben Dresden. Also das heißt Dresden, die Vernichtung von Dresden, wo ja viele Leute sich damit beschäftigen, wie hoch die Totenzahlen waren. Aber es waren Flüchtlinge, ja, die dort, und das war absolut unnötig. Es war kein militärisches Ziel. Es ist eine Grausamkeit am Ende des Krieges gewesen. Aber wir haben diese Leute, das sehen Sie ja, die Antifa, ja, Thanks Bomber Harris, Antifa Action, Dresden, 13. Februar, das war der Tag der Vernichtung, Sauerkraut, Kartoffelbrei, Bomber Harris, Fauerfrei und so weiter, diese ganzen Sprüche, das sind Leute, übrigens die eine Frau von denen hier ist jetzt im Rundfunkrat vom RBB, hat Karriere gemacht. Ja. Also das ist so, sozusagen diese Unmenschlichkeit, Sie müssen ja nicht sagen, ich weiß, ich muss es Ihnen nicht erklären, also ich kenne drei Leute, die den Bombenangriff auf Dresden überlebt haben als Kinder. Und sowas ruft man nicht herbei, man rechtfertigt das nicht. Das ist furchtbar, also das, das ist unmenschlich. Ja? Also da gibt es keine weitere Erklärung zu. Ich könnte, wenn ich das sehe, wird mir schlecht. Ja? Also das ist, und die Leute, die finden das dann, das war ja diese spezielle Art von Antifa-Humor. Jetzt komme ich dazu. Da war ich vor zwei Wochen, die jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost. Das ist ein deutscher Verein, das sind alles Juden. Es ist sehr hochkarätig. Die hatten ihre 20-jährige Veranstaltung zum 20-jährigen Bestehen. Und es war ein geniales Programm. Es gab Musik und Reden und alles auf einem Niveau. Also sozusagen, ich war vollkommen hin und weg. Also sozusagen das, was sie an, wie soll ich sagen, jüdischer Kultur, jüdischer Gelehrsamkeit, also wie kondensiert, wie zusammengefasst und dissident. Also Leute, die dafür eintreten, dass man mit den Palästinensern nur weiterkommen kann, wenn man sie als Menschen verhandelt auf Augenhöhe. Und das ist, und sie traten auf, diese jüdische Stimme trat auf im Oyun. Das ist ein Kulturzentrum in Berlin. Das ist so woke. Ziemlich viele Migranten, die da drin sind. Syrer, Iraker, Afghanen.
Jeder gibt an, mit welchem Pronomen er oder sie ja angeredet werden will, also sozusagen in dieser Kategorie. Und die wurden jetzt unter Druck gesetzt, dass sie diese jüdische Stimme nicht beheimaten sollen und haben sich standhaft gezeigt und haben gesagt, wir schicken die nicht raus, wir finden die Leute gut, wir haben mit ihnen geredet. Und das war jetzt also arabische Immigranten in Berlin mit dieser jüdischen Stimme gemeinsam unterwegs in Respekt voreinander in Richtung einer friedlichen Zusammenarbeit. Und was passiert? Dem Veranstaltungsort wird von dem Kultursenator von Berlin, Joe Chaya, CDU, die Förderung versagt, weil er diese Veranstaltung durchgeführt hat. Also Leute, die erfolgreich für den Frieden eintreten, die es schaffen, dass diese Gruppe miteinander, dass sie miteinander reden, dass sie sagen, wir unterstützen euch. Das sind also sozusagen von den beiden querbeet, also die Juden eher, ich sag jetzt mal, na, da gibt es auch ein paar, waren zwar queer jetzt da drin im Vorstand, aber das ist eher so Bildungsbürgertum und diese jungen Leute von dem Oyun. Und ich habe gedacht, super, darum geht's, oder? Darum geht's, dass wir sowas hinkriegen. Und jetzt sollen die platt gemacht werden. Es gibt einen Brief dazu. Ich mache selten Vorschläge. Hier schlage ich vor, den Brief zu unterschreiben, weil ich das auch unerträglich finde, was hier läuft. Diese Leute haben Standfestigkeit, Charakterfestigkeit bewiesen, werden dafür bestraft. Und das sind jetzt meine Freunde, auch wenn das nicht meine Richtung ist. Sozusagen, ich komme nicht aus der Woke-Ecke, ich komme nicht aus Klassenkampf, da kommen die her, Klasse gegen Klasse da oben. Aber sie haben Gutes getan, wirklich Gutes. Ja? Also das heißt, sie verdienen aus meiner Sicht Unterstützung. Das ist das hier, 11.000 Unterschriften, hier steht das Kultursenator Joe Cialo, Streichung der Gelder, wird gestrichen. Und die Begründung war, dass es brisante politische Aussagen sind. Unglaublich, oder? Und das war's. Damit erlasse ich nach Hause. Seien Sie wütend.